So, es ist Punkt 12.30 Uhr. Sie sind bereit, das hoffe ich doch zumindest. Und wir sind es natürlich auch. Und damit hallo und herzlich willkommen zum ersten Immobilien-Lunch der Evangelischen Bank. Mein Name ist Beate Hofbauer. Ich habe die Ehre und die Freude, heute als Moderatorin durch dieses, wie man heutzutage sagt, hybride Event, digitale Event führen zu dürfen. Natürlich alles ganz Corona-konform. Und ich begrüße Sie hier aus einem besonderen Gebäude, und zwar aus dem Change Hub der Evangelischen Bank. Was ist ein Change Hub? Richtige Frage, berechtigte Frage. Doch dieser Ort, der wurde eigens dafür geschaffen, dass sich hier Menschen treffen, dass sie sich hier austauschen können. Hier soll sozusagen Zukunft kreiert und Zukunft gedacht werden. Und zwar aus allen Teilen unserer Gesellschaft. Hier kann man zusammenkommen. Hier soll man im Prinzip auch groß denken. Und hier wird natürlich auch Wissen vermittelt. Und genau das wollen wir heute auch ein Stück weit tun. Und dazu stelle ich Ihnen nachher innerhalb der Podiumsdiskussionsrunde die Teilnehmer hier vor, die sich Ihnen vorstellen werden. Und ich begrüße an dieser Stelle aber schon einmal den Gastgeber. Und der ist niemand Geringeres. Und ich habe mir sagen lassen, die meisten von Ihnen kennen ihn auch bereits. Es ist nämlich Joachim Fröhlich. Er ist Vorstandsmitglied der Evangelischen Bank. Er ist in erster Linie zuständig für das Kundengeschäft. Und er kann uns natürlich viel brillanter sagen, wofür steht für Sie als Bank dieser Change Hub? Ja, vielen Dank, liebe Frau Hofbauer. Auch nochmal von mir herzliches Willkommen in unserer Runde hier und direkt hier aus dem Change Hub. Es ist gar nicht so einfach, jetzt zu beschreiben, was er ist, weil Sie haben schon vieles beschrieben. Also es hätte ich fast gar nicht besser machen können. Aber Sie hatten doch einen Grundgedanken. Ja, genau. Der Grundgedanke war tatsächlich zu sagen, wir müssen in dieser digitalen Veränderung, also diese ganzen Schlagwörter, die wir haben, die wir auch im Vorgesprächen, jeder erzählt was von Digitalisierung und was das eigentlich bedeutet. Für viele Leute ist es sehr stark getrieben von der technischen Fragestellung, aber es ist ja eigentlich viel mehr, die gesamte Gesellschaft verändert sich. Und diese Veränderung der Gesellschaft geht tief in viele Bereiche rein, die wir vielleicht heute noch gar nicht so sehen. Und insbesondere in unserem Kundenbereich, der ja sehr stark mit Menschen arbeitet, die Gesundheits- und Sozialwirtschaft, Kirche, da ist ja Hauptaufgabe, mit Menschen und für Menschen da zu sein, hat es große Veränderungen und wird es große Veränderungen geben. Über einen Teil werden wir ja auch heute reden, was macht es mit den Gebäuden, aber in den Gebäuden leben Menschen, arbeiten Menschen, kommen zusammen. Und wie können wir als Partner von Sozialwirtschaft und von Kirche das begleiten? Wie bringen wir diese Technologien, die gebraucht werden, um in der Zukunft auch anzubieten, mit den Menschen zusammen, die diese Technologien am Ende auch brauchen, um in ihren Einrichtungen sie einzusetzen. Also es nutzt ja nichts, dass wir viele Fintechs gerade hier in Berlin haben. Das Gebäude ist ja auch einer der Fintech-Hubs in Berlin oder sonstige Social-Startups, die aber nicht mit den Einrichtungen zusammenkommen, die das dann am Ende vielleicht brauchen oder viel zu spät. Mhm. Und das war unsere Grundidee zu sagen, wir müssen einen Platz schaffen, eine Plattform, wie man heutzutage neudeutsch sagt, wo wir die Menschen und die Einrichtungen und die Ideen zusammenbringen. Und das ist der Change Hub. Der Change Hub ist insofern auch noch ein Symbol für die Transformation, denn hier, wo wir uns befinden, in den Räumlichkeiten, war früher die Berliner Bank und ganz explizit, wo wir heute sitzen, war der Schalterraum. Also eigentlich die Ironie der Veränderung, dass eine Bank wie wir als Evangelische Bank heute einen ehemaligen Schalterbereich nutzt, um hier eine moderne Plattform zu schaffen, um Netzwerkanbieter zu sein für unsere Kunden. Das beschreibt aber auch die Transformation von Bank. Wir sind nicht nur eine Bank, sondern wir sind eigentlich ein Lösungsanbieter für die Probleme, Herausforderungen unserer Kunden. Das können Finanzthemen sein. Das können aber auch ganz andere Themen sein. Und das ist die Idee, zu sagen, wo machen wir das? Ja. Könnten wir in Kassel tun, sicherlich, heute hybrid vieles Berlin möglich. Berlin ist viel attraktiver, kommen Sie nach Berlin. Berlin ist super interessant und hier haben wir halt auch die Möglichkeit, nicht nur die Räumlichkeiten zu haben, sondern wir haben ja ein Netzwerk hier. In den Räumlichkeiten haben wir das Weizenbaum-Institut, wir haben das Institut für Electronic Business, wir haben die ganzen Startups hier, die auch durchaus eine überregionale Bekanntheit haben. Hier tobt das Leben, hier ist die Politik, hier ist die Öffentlichkeit, hier ist die Presse und wir haben hier viel mehr Möglichkeiten, diese Dinge zu machen und die Menschen zu erreichen. Und das ist ja auch die Idee für heute,
Sie zu erreichen und mit Ihnen und meinen Mitdiskutantinnen darüber zu sprechen, was wir für Perspektiven haben. Ich kann aber ansonsten auch nur viel Werbung, jetzt kommt der Werbeblock. Kommen Sie gerne hier nach Berlin in Change Hub, melden Sie sich vorher bei den Kollegen an, einfach mal reinschauen, weil das ist eine besondere Location hier und es gibt besondere Angebote, die auch nichts mit Bank direkt zu tun haben, sondern auch im Zweifel vielleicht, wie wollen wir uns mal neuen Ideen widmen? Wie kann man das machen? Agile Arbeitsmethoden lernen, Design Thinking machen, alles mögliche, große Workshops werden angeboten. Also ich kann nur jeden einladen, gerne auf der Homepage vorbeischauen, in den sozialen Medien vorbeischauen, sind super Angebote, die hier sind. Also Sie merken schon, er hat schon alles in eine Antwort gepackt. Ja, ich wollte noch so ein bisschen nachfragen, welche Wünsche, welche Träume er mit diesem Hub verbindet. Ah, da habe ich noch viel, viel mehr. Er ist ja gestartet, wenn man so will, unter Corona-Bedingungen. Von daher war das so, lief das nur langsam an. Jetzt geht es eigentlich erst so richtig los. Und Sie haben es gehört, welche Möglichkeiten dieser Hub hier bietet. Das sind 700 Quadratmeter, ja, die können kreativ genutzt werden. Die können Sie mit Ihren Ideen füllen. Nutzen Sie ganz einfach diese Möglichkeit der Kommunikation. Und was er angesprochen hat, das Thema will ich einfach noch mal kurz aufgreifen, weil Sie wollen nichts anderes als ganz nah an Ihren Kunden sein. Beyond Bank, so nennt man das ja heute Neudeutsch, heißt nichts anderes als ich biete meinen Kunden alles aus einer Hand. Und wofür steht da die Evangelische Bank? Ja, genau, dieses Beyond Banking, das ist so ein bisschen das Schlagwort, mit dem wir uns selber die Frage gestellt haben nach der Fusion. Wir sind ja aus einer Fusion mit der Evangelischen Darlehensgenossenschaft und die damalige Evangelische Kreditgenossenschaft entstanden in einer neuen Bank. Und was heißt eigentlich neue Bank in Zeiten, wo Bank als Geschäftsmodell ein schwieriges Umfeld hat? Und was heißt eigentlich unser Auftrag, den kirchlichen Geldkreislauf zu unterstützen? Denn dafür sind wir gegründet worden. Den mussten wir neu interpretieren. Und dann haben wir uns in eine Transformation begeben. Und diese Transformation bedeutete, unser Auftrag kann ja auch viel weitergehender sein, als einfach nur Bargeld zur Verfügung zu stellen, sondern auch Beratungsdienstleistungen zur Verfügung zu stellen. Gerade jetzt heute das Thema Immobilien. Viele unserer Einrichtungen leiden auch unter dem demografischen Wandel, Mitgliederschwund in den Kirchen, Kirchenfusionen der Gemeinden. Es entstehen mehrere Objekte, die plötzlich freistehen, weil man nur noch eine Kirche braucht. Aber man hat die Bewirtschaftungsobjekte und so bekommt man plötzlich Kostenfaktoren und keine Einnahmen mehr. Wie kann man dieses Problem lösen? Und das ist auch eine Aufgabe für uns, wie wir finden, da die Kunden bei zu unterstützen, moderne Lösungen zu entwickeln, wie man aus Risiken oder aus Kosten wieder Einnahmen und Chancen machen kann. Oder auf der Anlageseite. Also viel mehr breiter denken, was können wir tun, was unsere Kunden brauchen, um dann natürlich gemeinsam damit einen Erfolg zu haben. Also ein ganzheitliches Konzept im Dienste der Kunden. Eigentlich habe ich für mich als Privatperson Bank immer als Dienstleister am Kunden verstanden, aber vielleicht gibt es da wirklich noch Nachholbedarf, bei der Evangelischen Bank offenbar nicht. Joachim so Fröhlich fürs Erste auf jeden Fall vielen Dank. Wir sprechen uns Ihnen gleich ausführlich in der Podiumsdiskussion wieder. Wollen Sie aber natürlich vorher einstimmen auf das Thema und ich will Ihnen unbedingt diesen Hinweis geben, dass wir für Sie, das wissen Sie wahrscheinlich, einen Live-Chat eingerichtet haben. Der ist natürlich besetzt. Wir erwarten Ihre Fragen. Wir erwarten, Sie können eigentlich mit allem kommen, was Sie interessiert. Die Fragen werden beantwortet und dieser Live-Chat läuft nicht nur im Rahmen dieser Podiumsdiskussion, sondern bleibt darüber hinaus auch für Sie geöffnet. Also von daher, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, nutzen Sie diese Möglichkeit, nutzen Sie einfach das Angebot, das Ihnen hier kostenfrei geboten wird. So, ich habe gesagt, wir wollen Sie aufs Thema einstimmen. Es geht um die nachhaltigen Perspektiven für Immobilien, für Ihre Immobilien, also für die Immobilien der Kirchen, für die Immobilien und Gebäude, für den Bestand der Sozialwirtschaft und um die Herausforderungen, denen Sie sich als Eigentümer, als Pächter, als Verwalter stellen müssen. Und das sind nun mal die großen Themen, die großen Trends unserer Zeit, die da sind, Klimawandel und natürlich die damit verbundene neue Gesetzgebung. Also was kann man tun zum Klimaschutz, Dekarbonisierung ist ja das große Ziel, also eine völlige Klimaneutralität in der Zukunft. Das ist das Thema demografische Entwicklung in unserer Gesellschaft. Herr Fröhlich hat das gerade schon kurz angesprochen, das natürlich auch vieles verändert. Das ist das große Thema Digitalisierung. Hallo, daran kommen wir nicht vorbei. Wir haben gerade jetzt in der Corona-Krise gesehen, wie sehr im Prinzip die Wirkung von nicht vorhandener Digitalisierung auch auf die Bevölkerung zurückschlägt. Unser Gesundheitssystem hinkt da halt massiv hinterher und es geht auch
auch um das Thema Urbanisierung. Auch da passiert ja eine ganze Menge. Und das alles zeigt Wirkung auf den Immobilienmärkten, führt Sie vor große Herausforderungen. Und ich glaube, einer, der Ihnen da ein wunderbares Bild zeichnen kann, ist unser Impulsgeber, Professor Dr. Thomas Beierle von der Hochschule in Biberach und von der Catella Property Valuation. Er gilt ja vielen so als der Immobilienpapst, ja, als der Research-Experte schlechthin auf dem deutschen Immobilienmarkt. Und ich denke, er hat ein paar interessante Einlassungen für Sie. Und jetzt gehört die Bühne ihm. Ja, vielen Dank, Frau Hofbauer, meine Damen, meine Herren. Das Wort Papst vergessen, weil wir sind ja heute auf der evangelischen Seite, von daher das nur zur Klarstellung. Ja, einige Minuten, die wir verbringen dürfen hier live, aber auch natürlich dann auf der Datenspur, Sie zu Hause. Ich werde mehr Folien Ihnen zuschicken, als ich zeigen werde. Das vielleicht vorneweg. Sie bekommen die Folien, müssen also nichts mitschreiben. Und ich habe mir erlaubt, eine Kommentierung dazu zu geben in den nächsten Minuten. Und es geht eigentlich schon los bei dem Titelbild. Da habe ich mir wirklich Gedanken gemacht. Denn die Schlagzeilen, die wir ja nicht alle aus dem Weg gehen können, wäre auch fatal. Sie sehen, da ist ein Gebäude drin. Erstmal ist alles grün. Das hat also schon eine gewisse Prägung. Aber dann sehen Sie auf einmal so ein Holzhaus, das große. Holz in den letzten 3 Monaten um 120% gestiegen, der Holzpreis. Warum? Weil nicht nur die amerikanischen Holzhäuschen die Nachfrage angebrochen ist, sondern Achtung, auch bei gewerblichen Immobilien ist der Drang nach Holz wohl ausgeprägt. Das nehmen wir mal so zur Kenntnis und sagen, naja gut, Holz, das passt ja auch so in die Nachhaltigkeitsthematik. Der zweite Begriff oben, sehen Sie, man möchte damit auch Geld verdienen. Das ist sicherlich auch die Triebkraft von vielen Dingen, die wir machen im Leben. Aber um aufs Thema zu kommen, wahrscheinlich muss man sich erstmal bewusst machen für die nächsten Zeiteinheiten. Und ich sage mal bewusst, kein Zeitstrahl, dass man eben vielleicht nicht Geld macht, sondern eher Geld nicht verliert. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt. Wir sind also inmitten eines maximalen Transformationsprozesses, was unter unterschiedlichen Schattierungen kommt. Die letzte Straße ist Schwarzwald, wo ich gebürtig bin. Ist keine Werbung für den Schwarzwald, kommen Sie gerne hin. Aber es ist eben langfristig, es ist ein Prozess und erst dann ein Produkt. Das heißt, egal was wir heute erzählen, das kann sich in 5 Monaten, in 5 Jahren schon wieder völlig metamorphosisch dargestellt haben. Also das vielleicht vorneweg. Es ist ein Vortrag, der gar nicht mal so sehr mit Zahlen glänzt, das ist angenehm für Sie, sondern eher mit ein paar Bemerkungen. Und eigentlich sind wir schon in so einer Spirale drin. Die Hälfte, die ich anspreche zum Thema Klimawandel, rollen die Augen. Und die anderen Hälfte schauen groß und sagen, ja, kommt da jetzt was, was wir machen müssen? Ich brauche eine Guideline, ein Handlungskonzept. Und ich glaube, da sind wir alle so gefangen irgendwo. Deswegen habe ich das als Problem zwar bezeichnet, aber letztlich sind es ja Herausforderungen, die wir gemeinsam meistern müssen. Denn das Ziel ist ja politisch vorgegeben durch Brüssel oder durch den Weltrat, wenn man es mal so möchte. Letztlich geht es ja um die Reduktion des CO2-Ausstoßes und damit die Konsequenzen des Klimawandels zu bewältigen. Von daher, ich denke, diese ESG-Kriterien, den Begriff haben Sie natürlich alle schon gehört, spielt als messbare Geschichte für uns eine wahnsinnig wichtige Rolle. Dann möchte ich was kurz erzählen über den Klimapfad. Das ist eine Mischung zwischen Eigenentwicklung, aber auch im Endeffekt dann der erste Eingeständnis zum Thema: Bevor ich Maßnahmen umsetze, muss ich überhaupt wissen, welche Maßnahmen ich auf welches Asset ansetze. Einfacher formuliert, bisschen provokant formuliert, um kurz vor eins, was gehört uns eigentlich an Immobilien, in welcher Qualität, mit welcher Dramatik. Dritter Punkt, Lebenszyklus. Etwas, was man natürlich gerne kamalistisch einfach bei den CapEx einstellen. Jetzt kommt es ein bisschen so ein Fachchinesisch-Sprech. Da haben wir erstmal 10 Jahre Ruhe, aber ich glaube, ich verrate kein Geheimnis. Es geht uns allen so, diese CapEx, diese Rückstellungen schmelzen wie das Eis in der Sonne, weil Berlin oder Brüssel permanent mit neuen Änderungen, Verschärfungen kommt. Ich warne Sie jetzt schon, Ihre Heizung im Keller unten, die ist 2026 fällig. Mit dem Wissen rufen Sie mal gleich den Energieberater Ihres Vertrauens an. Letzter Punkt und ein wichtiger Punkt. Und das soll auch ein bisschen die Flughöhe heute sein. Hier steht dieses sperrige Wort Portfolio-Perspektive. Und dann zucken manche wahrscheinlich zusammen, die BWL mal studiert haben. Jetzt kommt er mit der Boston Consulting Matrix. Ja, schon. Erstens, weil es nichts Besseres gibt. Und zweitens ist eigentlich genau die Portfolio-Betrachtung das Entscheidende. Wir reden nicht von Neubauimmobilien. Und da möchte ich kein Geheimnis erzählen. Kapital ist da, Produkt ist teilweise da. Aber ich habe zumindest mal mir Zeit eingekauft, damit ich sagen kann, ich baue nach dem neuesten Standard. Aber wir reden von dem, was unterhalb der Oberfläche ist, also sprich dieses Thema mit dem Eisberg. Wir reden von Bestandsimmobilien, die ebenso sind, wie sie sind. Die wurden damals nach bestem Wissen mit TÜV und DIN-Stempel gebaut und sie werden halt nicht unbedingt jünger, um das mal wohlwollend zu sagen. Das heißt, die Portfoliobetrachtung, von was trenne ich mich, wo investiere ich rein und wo sage ich, lass einfach mal laufen, weil ich habe noch ein bisschen Ruhe, bis Brüssel wieder kommt mit was Neuem, wird eben auch ein Punkt sein. Und gerade diese Aspekte, die Frau Hofbauer schon angesprochen hat, Lage, Zustand und die Perspektive dahin,
Urbanisierung, Riesenthema, wird uns die nächsten Minuten beschäftigen. Ich fange ein bisschen professoral, ein bisschen lehrbuchmäßig an. Vor 15 Jahren ging es los und damals war es freiwillig. Und damals ging die Avantgarde voran und hat gesagt, wir machen jetzt mal Nachhaltigkeit, es hieß damals noch CSR. Dann kam die ESG, die Environmental Social Governance Phase, in der wir jetzt alle sind. Viele Unternehmen, wenn die Türen so sind, meine Damen und Herren vom Aufsichtsrat, wir müssen jetzt mal was machen. Die Kunden fordern es langsam ein. Ja? Hätte ich jetzt fast ausgeplaudert, dass es wirklich so ist manchmal. Trotzdem, und es ist ein Prozess und kein Produkt, sehen wir genau in der Phase. Was allerdings jetzt kommt, und das hat sich ein bisschen überlappt, ist das sogenannte Social Impact Investing, mit anderen Worten. Jetzt wird auf einmal aus der klassischen Renditebetrachtung eine Sozialrendite. Und in dem Moment merken Sie schon, und diese Metamorphose kommt über eine Klammer, die lautet, früher war es freiwillig, heute wird es verpflichtend. Und in dem Moment, machen wir uns nichts vor, verstehen wir natürlich gerne die Sprache, die aus Brüssel oder Berlin auch kommt. Ich möchte Sie damit nicht langweilen mit der Thematik, die Treiber, Reputationsrisiken, prozessuale Risiken, Langfristrisiken, Immobilien sind ein Risiko. Ich meine, so würde ich nicht offiziell sagen, aber wenn ich sie ein Risiko, wenn ich mich nicht darum kümmere, ganz normale Aussage. Und vor allem die Frage ist, wo setze ich an? Es gibt keine Blaupause, um es mal klar zu sagen. Ich möchte Ihnen was über den Klimapfad erzählen, aber das Hauptthema für Sie jetzt auch heute und für uns hier, die Portfolioebene. Ich habe einen Bundle von Immobilien, Altersklassen, Produktstrukturen, Einzelhandel drin, Hotels und alle möglichen Ländereien, Ackerland, Bauwartungsland. Und wie möchte ich da eigentlich die Klammer finden? Das ist, glaube ich, Ihr Hauptprozess, mit dem Sie in den nächsten Jahren, vielleicht sogar in den nächsten Jahrzehnten mit Obheim gehen müssen. Trennen tut manchmal weh, investieren ist vermeintlich einfacher und beides zusammenzubringen, ist, glaube ich, die große Kunst. Deswegen die Treiber. Ich sage immer ein bisschen entspannt, Brüssel und Berlin. Letztlich ist es nichts anderes als die Malusaktivitäten, sprich Sanktionen, die ich erfahren darf, muss, wenn ich mich nicht konform verhalte, sehen Sie jetzt bei dem berühmt-berüchtigten EU-Aktionsplan bisschen ausgeplaudert. Da steht ja nicht so viel drin zu Immobilien. Aber gerade da wir natürlich bei einer Finanzierungsstruktur sind, ist es relativ einfach. Es gibt halt letztlich dann auch keinen Kredit mehr am Kapitalmarkt, sondern aus dem grauen Kapitalmarkt. Ich muss also nicht mitmachen. Und das ist natürlich schon wieder ein bisschen süßes Gift, was ich gerade erzähle. Machen Sie mit, denn am Ende des Tages sind Green Bonds als nur als Produktbegriff darzustellen, ist eigentlich genau das, was der Kapitalmarkt seinen einigen Zeiteinheiten definiert. Ich habe schon ein bisschen locker gesagt, naja, Verbot von Öl- und Kohleheizungen ab 2026. Ich weiß, da haben jetzt einige nachgerechnet ganz schnell. Und glauben Sie auch nicht, Sie kaufen vielleicht vermeintlich billig im ländlichen Raum ein altes Gebäude, was Sie sanieren wollen. Das Erste, was Sie austauschen werden, ist die Heizung, kann ich jetzt schon sagen. 30.000 aufwärts. So viel Bodenhaftung sei erlaubt bei dem Vortrag. Aber, und das Ganze jetzt wieder höher bringen auf die aggregierte Ebene, die wir diskutieren wollen später auch, sind diese Stranded Assets. Und das ist so ein bisschen genau dieses Damoklesschwert, dieses Hauptthema bei uns. Was sind eigentlich Stranded Assets? Mit anderen Worten, Objekte, die in den Malus-System reinfallen. Die können funktional gestrandet sein, jetzt muss man es übersetzen, indem sie vielleicht einfach nicht mehr den Standort haben. Standort ist immer nicht duplizierbare Geschichte. Der kann am Stadtrand liegen, der kann aber auch in der Innenstadt liegen. Innenstadt ungefährlich, weil ich kann was Neues bauen, es wird schnell abgerissen, Grund und Boden, Wert steigt. Dramatisch wird es vielleicht draußen, nicht im ländlichen Raum immer, sondern in between. Dort, wo kein Autobahnanschluss ist, dort, wo vielleicht nicht die S-Bahn hält, das ist alles schön, grün und toll, aber natürlich die Wachstumsperspektiven sind überschaubar. Und genau das meine ich mit der Thematik. Das heißt, wir haben eigentlich eine funktionale Geschichte. Ich muss es reposen, wie es neudeutsch heißt, und dann komme ich zur technischen Ebene. Und ich glaube, das ist das, was die meisten von uns, glaube ich, so ein bisschen umtreibt, weil permanent kommt was Neues um die Ecke. Das ist mal ganz aggregiert, Veränderung der Klimaentwicklung in den Küstenlinien bis hin zum ganz banalen Thema. Bis vor 20 Jahren war ein Holzrahmenfenster noch ein Naturprodukt. Und auf einmal zieht es nach 20 Jahren, weil es ein Naturprodukt ist, und auf einmal kommt Kunststoff rein. Das ist der Klassiker irgendwo, ja. Dämmen sollte man sowieso, sagt zumindest mal Berlin, sonst würden sie keine Fördermittel ausschütten. Und dann, glaube ich, der entscheidende Punkt, kommerziell reden wir wirklich von der Energiebilanz der einzelnen Unternehmen und der Objekte selbst. Ich habe schon gesagt, die CapEx schmilzen wie das Eis in der Sonne, aber nicht, weil wir alle kollektiv einen falschen Job machen, sondern nein, die Anforderungen werden höher gestellt, damit sich was bewegt, damit am Schluss ein Bonus kommt und eben kein Malus eintritt in dem Bereich. Ich glaube, die Einheit, über die wir uns langsam Gedanken machen sollten, Sie in Ihren Portfolien, wir in unseren Portfolien, CO2-Fußabdruck, wird gerne gebraucht. Der Weg dorthin ist lange, um das mal deutlich zu sagen. Ich kenne kein Unternehmen, auch die Hochgelobten nicht, die den Knopfdruck haben, und der CO2-Fußabdruck kommt da irgendwie aus dem Rechner raus. Das ist, glaube ich, utopisches Machtzonen. Man muss es vordenken, keine Frage, aber ich glaube, Sie werden schon, eigentlich gehen wir langsam in den Weinberg des Herrn und machen so eine schöne Kernerarbeit, indem wir wirklich dann uns hochroppen und diese low-hanging fruits, jetzt wird Englisch, abgreifen und sagen, welchen Weg mache ich eigentlich für mein Unternehmen, für mein Portfolio in dem Bereich. Jetzt kommen ein paar Folien, die arbeiten Sie bitte nach, das darf ich mir sagen, vor dem Hintergrund. Ich habe Ihnen ein Beispiel mitgebracht, wie man über den Klimapfad gehen kann. Sie haben
viele interessante Sachen zu erwarten die nächste Zeit. Der Kern in Deutschland ist der Energiepass. Ich weiß über die Problematik, manche drucken ihn sogar aus im Internet und füllen selbst aus. Auch das gibt es immer noch, muss man klar sagen. Aber dadurch, dass die Datentransparenz sicherlich diametral wächst, im Gegensatz vielleicht zur Immobilienentwicklung, ist der Energiepass für Sie, um auf den Energiebedarf gesamt zu kommen, erstmal der erste Aufschlagspunkt irgendwo. Das mag eh so ein bisschen analog klingen, von wegen, das riecht ja auch nach Papier, wenn ich ehrlich bin. Ja, natürlich. Aber der Weg wird natürlich immer schneller dann zurückgehen sein. Und ich glaube, dieses Stranden, wie es so schön heißt, zeigt eigentlich nur, dass die Immobilien dadurch auch gewissen Teil transparenter werden, dem Kontext. Ja, jetzt nicht erschrecken, aber was haben wir gemacht? Mal ganz banal, deswegen, ich bitte Sie, das nachzuarbeiten. Das sehen Sie es vielleicht auch ein bisschen besser in der Auflösung. Wir haben das Erdgas und wir haben die fossilen Brennstoffe nebendran gestellt, also sprich Erdöl. Und ich verrate auch kein Geheimnis, Erdöl als fossiler Brennstoff hat eine Endlichkeit, solange dem Thema kein Preisschild in CO2-Bepreisung umgehängt wird. Und das, was Sie hier sehen, unten in dem kleinen, unverdächtigen Kasten, links ist oben ist meine Welt, viele Zahlen, viel Excel, alles total toll, aber eigentlich steht die Wahrheit und vor allem der Malus oder das Damoklesschwert drin. Sie sehen es von alle Jahressprünge, teilweise Verdopplung beziehungsweise immer 5 Euro drauf, das heißt die CO2-Bepreisung pro Tonne CO2. Das ist endlich mal der Supermarkt, wo wir das Preisschild haben, was uns das CO2 kostet. Es wird dadurch nichts billig, das wird teurer. Teurer muss nicht negativ sein, sondern vielleicht kommt damit auch ein Qualitätssprung. Und das ist eigentlich genau das, was Brüssel, Schrägstrich, wir alle möchten. Wir möchten den Qualitätssprung der Objekte, damit ich wieder einige Zeit Luft holen kann, um zu atmen, 5 oder 10 Jahre, bis dann eine neue Definition kommt diesbezüglich. Wir sind aktuell, denn Sie haben heute Morgen die Zeitungen aufgeschlagen oder gestern Abend digital um 22 Uhr. Man hat sich nicht geeinigt, wer jetzt den CO2-Preis zahlen soll. Ist ja Bundestagswahl. Im Moment streiten sich Rot und Schwarz immer noch diesbezüglich 50-50, wird wohl nicht mehr gehen in der Legislaturperiode. Was danach kommt, da mache ich jetzt aus meiner professoralen Forecast-Nummer kein Hehl draus. Die Verschärfungen werden zunehmen. Und ich sage es nicht mit einem negativen Unterton, sondern wenn ich weiß, dass sich ein Aggregatzustand verändert, kann ich mich als Manager darauf einstellen. Schlimmer wäre es, wenn es oszillierend kommt, mal hü, mal hot, mal links, mal rechts. Jetzt ist es klar definiert. Es wird auf jeden Fall eine CO2-Bepreisung geben. Und es hat natürlich mittel- bis langfristig Konsequenzen auf Ihre Immobilien. Nochmal ganz klar zur Aussage. Es kommt mit Ansage. Es sollte keiner 2028 anrufen irgendwo und sagen, ich habe das alles nicht kommen sehen. Das kommt glasklar mit Ansage. Und nochmal, wenn ich den Aggregatzustand heute kenne, meiner Objekte, kann ich Maßnahmen darauf aufsetzen. Und die Maßnahmen sehen Sie hier. Letztlich ist es eine schonungslose Analyse. Immobilien haben manchmal den Nachteil, oftmals sogar, eigentlich fast immer, sie haben so einen emotionalen Charakter irgendwo. Da hat sie mal angekauft, dann trennt man sich ungern davon und irgendwie ist auch manchmal ein bisschen schwierig und der Preis stimmt nicht und die lassen wir mal drin. Es gibt kaum Unternehmen, die nicht diese Perlen, diese Trophies mitschleppen, weil es mal einen Vorstand angekauft hat. Alles menschliche Dinge im Prinzip, aber wie gesagt, der Hauptkern wird sein, was ist der T0-Punkt, um zu starten, was gehört mir, wo ist das Zeugs und vor allem, in welcher Qualität habe ich das? Und jetzt meinen Sie schon, sagen Sie natürlich mit Recht, der hat ja leicht reden. Wenn ich allein bei uns mal in den Keller gehe, wie viele Aktenordner ich dort finde, dann bin ich genau dort, wo ich hin möchte. Sie werden relativ schnell ein Datenmanagementsystem aufbauen müssen, um überhaupt mal beginnen zu können, den T0-Punkt zu definieren. Das heißt, ob es über eine Due Diligence geht, den Energieausweis, Auswertung, alles kleine, absolut sinnvolle Schritte, aber beginnen Sie bitte damit, denn nochmal, es wird nicht einfacher werden und wahrscheinlich ist es wie Hase-Igel-Spiel. Kaum haben Sie ganz stolz auf sich zum Jahresende verkündet, jetzt haben wir den Klimapfad erreicht, dann kommen die mit was Neuem wieder. Und das ist Evolution und nicht unbedingt immer eine Revolution. Deswegen zusammenfassend, ich glaube, von den 3, 4 Punkten, ich habe ganz bewusst über Portfolioebene gesprochen, denn letztlich ist es eine menschliche Geschichte, dieses Kraut und Rüben. Wissen, ich arbeite gerne mit Bildern. Kraut und Rüben gibt es in der Tat als Bild. Ich kenne keinen, der reinrassige Immobilien hat, um es mal klar zu sagen. Selbst die Büromenschen, die nur Büros machen, die nur Fachmarktzentren machen, selbst die sind unterschiedlich, wie wir wissen. Wir legen ja auf unsere Unikarte immer schwer Wert als Immobilienmenschen. Aber ich habe es nochmal unterstrichen, was ist das reale Portfolio? Was gehört mir wirklich in welcher Konsequenz? Mit welchem Deckungsbeitrag? Dann die klare Aussage, von was muss ich mich trennen? Was investiere ich? In was investiere ich ein bisschen rein? Und vor allem vor dem Hintergrund, wo kann ich aber auch noch einige Jahre die Cash-Cow definieren? Cash-Cow ist oftmals definiert über einen Mietertrag, den ich prognostizieren kann. Aber auch dahingehend, wir haben Inflation
als neues Thema im Moment in der Branche. Dementsprechend werden, glaube ich, langlaufende Mietverträge auf einmal wieder ganz anders gehandelt als vielleicht noch vor einigen Jahren in dem Bereich. Von daher, ich denke, die Lage Urbanisierung ist ein Riesenthema. Wir haben in Deutschland ja die polyzentrale Struktur, das heißt, wir haben kein dominantes Zentrum. Und ich glaube, da haben wir uns auch daran gewöhnt, ich nehme mich da gar nicht aus. Wir haben eben nicht so dieses London- und Paris-Phänomen, auf einmal geht alles durch die Decke an Preisen, die unvorstellbar sind, dann beruhigt sich es wieder. Wir haben in Deutschland so dieses mäßig, regelmäßige, mittel- bis langfristige Phänomen, was nicht falsch ist, um Gottes Willen, aber das manchmal lässt man dann eben ein bisschen die Leine ein bisschen länger und sagt, naja, komm, das war jetzt schon 5 Jahre im Portfolio drin, da lassen wir es nochmal 5 Jahre drin. Das Handeln mit Immobilien, was jetzt nicht plump mit Kaufen und Verkaufen besetzt werden soll, ist, glaube ich, wo die Immobilienbranche, wo die Eigentümer, die Portfolio-Manager die nächsten Jahre definitiv sich mit umgehen müssen und sagen, ich muss mich von einem Teil trennen. Und die Frage ist, wer geht zuerst durch die Tür? Wenn ich dirty old property verkaufe und der Erste bin, wenn es gut läuft, kriege ich sogar einen kleinen Aufschlag, weil vielleicht Grundstück erpacht, ist vielleicht sogar noch ein Schnaps obendrauf wert. Aber wenn wir durch die Tür gehen und es werden wir durch die Tür gehen, dann werden diese Objekte mit einem Abschlag gehandelt. Das sind wir genau beim Malus-System und vor allem dann eben bei der Abwertung von diesen Dingen. Das heißt, Zustand ist heute schon in jedem Ankauf ein Riesenthema. Bin aber offen und sage, naja, solange es halt nichts Neues, grün, supergrün gibt, dann nehme ich halt den Bestand. Und der Bestand ist das, was unter der Oberfläche ist und der Bestand wird in den nächsten 20 Jahren definitiv komplett einmal auf den Kopf gestellt. Und nochmal, auch wenn sich vielleicht ein bisschen theatralisch wirkt und Sie nervt, fangen Sie lieber heute damit an als in 3, 4 Jahren. Jetzt können Sie noch die Quick Wins mitnehmen und nochmal der Vergleich, wer zuerst durch die Tür geht mit seinem Stranded Asset, der kriegt vielleicht sogar noch Gestehungswert am Schluss und eben nicht mehr mit einer riesigen Abwertungssituation. Und dann natürlich, und es klang auch schon an, demografischer Wandel, Digitalisierung, Urbanisierung lässt sich durch ein Virus nicht aufhalten, auch nicht durch einen Portfolio-Manager, sondern wir werden davon ausgehen, dass die Spreizung zunimmt der Werte. Das gelingt aber nur, wenn ich im Endeffekt eine Wertfeststellung definieren kann, die schonungslos ist. Und deswegen war so ein bisschen theatralisch hinten raus, ein bisschen dramatisch auch vielleicht. Aber nochmal, viele Werte, die in den Portfolien stehen, sind nicht mehr die Werte, die in 10, 15 Jahren da drin stehen. Das muss Ihnen bewusst sein. Objekte werden älter, Stabilität im Portfolio, keine Frage über Cashflow, aber das Objekt wird immer schneller, immer älter. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Damoklesschwert. Und da ich lustiger Typ bin, können Sie sich vorstellen, haben wir noch was Grünes gemacht. Die beiden Protagonisten kennen Sie und ich habe sogar auf Jedi Englisch übersetzt. In dem Sinn erstmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war Professor Dr. Thomas Beierle, vielen herzlichen Dank für Ihre Impulse und ich denke, Sie haben den Appell und die Handlungsaufforderung auch wirklich wahrgenommen und gehört. Ich kann Sie beruhigen, das ging jetzt relativ schnell mit diesen ganzen Folien. Sie bekommen das alle nach Hause geschickt, wer es anschauen will, sollte sich dafür ein bisschen mehr Zeit nehmen. Das geht nicht einmal so mit Durchblättern, sondern da müssen Sie sich schon ein bisschen mehr Zeit nehmen und hineinknien. So, und damit starten wir im Prinzip in die Diskussionsrunde und Sie wissen, für Sie steht der Chat offen. Sie können also Ihre Fragen jederzeit formulieren und bekommen auch zügig eine Antwort. Ich möchte mit Joachim Fröhlich wieder beginnen, weil er hat ja vorhin schon angesprochen, warum er in diesem Change Hub hier ein Immobilienlunch startet. Und vielleicht sollten wir das ein bisschen vertiefen. Warum beschäftigt sich die Evangelische Bank mit der Thematik Immobilien und auch mit der Zukunft der Immobilie und dem Thema Nachhaltigkeit mit Blick auf den Immobilienmarkt? Ja, warum beschäftigen wir uns damit? Weil es im Kern das ist, was wir tun. Die Evangelische Bank ist zwar eine kirchliche Einrichtung, aber per se sind wir eine Bank. Und die Hauptaufgabe dessen, was wir tun, ist die Finanzierung der Sozialwirtschaft, zum Teil auch der kirchlichen oder auch der freien Gesundheits- und Sozialwirtschaft. Und das heißt immer, das sind Immobilien in erster Linie. Und wenn man dann vom Kredit im allgemeinen Sprachgebrauch mal ein bisschen runterbricht, sind wir eigentlich ein Hypothekenfinanzierer. Also von den 5 bis 6 Milliarden, sind knapp 6 Milliarden Krediten, die wir haben, ist ausschließlich oder fast ausschließlich Immobilienfinanzierung. Und das bedeutet natürlich, dass wir diese Risiken auch für uns sehen, die auf uns zukommen, weil die Finanzierung fußt ja auf einer Bewertung. Und wie wir eben von Professor Beierle gehört haben, wenn die Bewertung automatisch weniger wert wird, ist das für uns ein Risiko. Und dann ist Risikomanagement für uns natürlich auch die aktive Beratung des Kunden. Obacht, hier kommt was auf uns zu, also auch auf dich. Und wie können wir zusammen was tun, damit wir beide dieses Risiko am Ende nicht haben? Weil wir wollen ja mit diesen Immobilien
möglichst den Wert halten, weil sonst haben wir ja auch ein Risikomanagementproblem. Ja. Und Nachhaltigkeit, das ist eigentlich DNA der Evangelischen Bank. Das machen wir schon seit Gründung, stand auch ähnlich in der Satzung drin, hat man so für sich halt damals nicht so gesehen, aber es ging immer um dem Menschen zugewandt, um das Thema Bewahrung der Schöpfung, also das ist ja ein großes Thema auch in der Kirche. Heute wird man sagen, wir tangieren positiv die Sustainable Development Goals. Das ist eigentlich für uns die Operationalisierung dieses philosophischen Begriffs Bewahrung der Schöpfung. So kann man es haptisch machen. Manche beschreiben es auch als Impact Investing, also wirklich zu sagen, was heißt es denn für mich ganz konkret Nachhaltigkeit? Also für uns ein langes, altes Thema im positiven Sinne, aber hier kommen diese beiden Elemente zusammen, wie aus einem eher früher esoterisch betrachteten Gutmenschen, naja, die sind irgendwie Klima, Öko oder was in dieser Ecke, kommen wir auf eine ganz einfache, jeden betreffende Ebene, wie wollen wir eigentlich, dass unsere Kinder oder wir hoffentlich möglichst lange auf dieser Welt zusammenleben können. Und dieser Begriff, der sehr starke Moment heute von Klima, also Nachhaltigkeit, der über Klima definiert wird. Professor Beyeler hat es eben ja gesagt, es eigentlich kommt aus ESG. Und dieses S in ESG, also das Soziale, ist eigentlich ein mindestens genauso großer Bestandteil. Der nach der Klimataxonomie kommt die soziale Taxonomie. Und das sind wir, das sind unsere Kunden. Die Gesundheitswirtschaft ist der größte private Arbeitgeber in Deutschland. Wir wollen alle irgendwann gut versorgt sein, haben wir in der Corona-Pandemie gesehen. Wir finanzieren Krankenhäuser, wir finanzieren Altenheime. Aber das ist natürlich genau das Thema, mit dem wir uns hier beschäftigen, denn wir haben diese Sondersituation in Deutschland mit dem Umlagefinanzierungssystem. Also, wo Herr Beyeler aus dem klassischen Investmentbanking des Immobiliengeschäftes kommt, wo man im Zweifel jetzt ganz verkürzt und trivial den Preis einfach erhöht, also die Miete, das können unsere Einrichtungen gar nicht. Weil die werden refinanziert über den Staat. Der Staat beschließt ein Klimagesetz, hat aber noch keine Antwort darauf gegeben, wie die Refinanzierung denn bei den Einrichtungen aussieht. Ja. Und das ist, sehen wir als eine unserer wichtigsten Aufgaben, unsere Kunden dabei zu begleiten und nicht einfach nur zu sagen, du hast hier ein Risiko, seh mal zu, dass das gelöst wird, sondern was können wir tun als Auftrag für unsere Kunden, auch in diesem Nachhaltigkeitsaspekt, sie zu begleiten bei der Fragestellung, wie kann man das Problem lösen. Und um den Kundenbedürfnissen gerecht zu werden, allumfänglich haben Sie jetzt sozusagen eine sechste Tochter gegründet, haben sich sozusagen verstärkt. Warum haben Sie die SRE, vielleicht kurz übersetzt, SRE steht für Sustainable Real Estate, also eine eigene Gesellschaft für die Immobilienberatung und Entwicklung gegründet. Warum war das notwendig? Das war insofern notwendig oder das wäre eigentlich schon viel länger notwendig gewesen und zum Teil haben wir das auch in Vorgängerinstitutionen schon so ähnlich gemacht. Das Problem, was Professor Beyeler jetzt gerade beschrieben hat, diese Stranded Assets, wird oder ist in den letzten Jahren eigentlich immer größer geworden. Durch diesen demografischen Wandel, den wir nun mal haben und die gesellschaftspolitische Veränderung in Kirche, die ist sowohl demografisch getrieben, aber auch zum Teil intrinsisch getrieben, haben wir die Situation, dass Kirche verliert mehr Mitglieder als neue dazugewinnen. Zusätzlich werden die Mitglieder immer älter, die Babyboomer gehen aus den aktiven Diensten dann in die Pensions- und Rentenzeit und damit natürlich hat das auch immer was mit Geld zu tun. Die Kirchensteuereinnahmen werden immer geringer. Das heißt, die Budgets und Haushalte werden geringer, aber die Immobilien sind ja alle noch da, die aus der Zeit kommen, als die Kirchen viel größere Bedeutung hatten. Was passiert eigentlich mit diesen Objekten? Macht man nichts? Stranded Assets? Im besten Falle habe ich erstmal nur Betriebskosten, im schlimmsten Falle habe ich sogar Buchwertverluste. Und da ist unser Punkt gewesen zu sagen, das ist doch unsere Aufgabe. Wir haben 2017, 2018 eine große Studie gemacht mit beiden Kirchen, katholisch als auch evangelisch, um mal zu gucken, wie groß ist eigentlich dieser Immobilienbestand und mit wie viel beschäftigen die sich eigentlich schon und was passiert da eigentlich? Und da ist uns erst klar geworden, welche Dimension das eigentlich hat, was jetzt kann man sagen, gut, da hätte man auch so drauf kommen können, aber manchmal hilft es, wenn man das dann nochmal so plastisch vor sich sieht. Und das waren die ersten Ideen, dann zu sagen, da müssen wir eigentlich ansetzen, unsere Kunden beraten. Und das war dann
die Vorbereitungszeit, um die SAE ins Leben zu rufen. Und wir haben den Mann auch da, der jetzt der Kopf sozusagen dieser SRE ist, Sustainable Real Estate. Das ist Johannes Reinsch, der ist Geschäftsführer der jüngsten Tochter. Und von ihm würde ich gerne mal wissen, wenn das jetzt heißt, ja, Sie sind Projektberater. Was können Sie den Kunden alles bieten? Worin sehen Sie Ihre Kernaufgabe? Also erstmal vielen Dank, bin ich in der glücklichen Situation, dass ich jetzt diesen Zweig aufbauen darf und finde das extrem spannend. Es ist so ein bisschen die andere Seite, also wir bewegen uns natürlich, oder die Tendenzen, die jetzt in den Beständen unserer Kunden sich befinden, analysieren wir zum einen, und zum anderen ist aber unser Fokus eigentlich darauf, jetzt eben von der Erkenntnisebene in die aktive Ebene zu kommen, sodass wir eben konkrete Lösungsansätze liefern können. Das heißt also, die Portfoliobetrachtung auch hier aufs Objekt bezogen, was konkret ist denn in eurem Bestand, jetzt beispielsweise von der Kirchengemeinde. Teilweise ist das ja gar nicht bekannt oder eben über Jahrhunderte gewachsen. Das heißt, es ist überhaupt nicht, die Informationen sind nur teilweise da. Und man muss ja erstmal die Kraut und Rüben erstmal nebeneinander legen, um überhaupt sagen zu können, wo stehe ich denn eigentlich? Das ist die Vorstufe, und die eigentliche Stufe, was uns interessiert, ist eben dann daraus konkrete Lösungsansätze, sprich Projekte zu entwickeln. Das aber eben nicht im klassischen Sinne eines Projektentwicklers, der zunächst mal das Grundstück erwirbt selber und es dann dreht und damit viel Geld verdient, sondern unser Ziel ist eben, unsere Kunden genau da abzuholen, wo sie jetzt stehen, weil sie alle ihr Kerngeschäft in Immobilien betreiben, aber selber eigentlich keine Immobilienunternehmen sind. Das heißt, sie sind maximal, haben sie Verwaltungen, aber alles, was jetzt mit Projektentwicklung, wenn wir darüber reden, Nutzungsänderungen oder beispielsweise Ersatzneubauten auf Grundstücken, die vielleicht vorhanden sind, wo eben jetzt Objekte stehen, die einfach vor sich hin vegetieren, wo die aber ein Potenzial hätten, dann ist unsere Aufgabe, das zunächst mal zu identifizieren und dann in Form von alternativen Lösungsansätzen, die dann passgenau für den Kunden sind, nicht für den Entwickler, das anzubieten. Das ist, kann ich davon ausgehen, Herr Reinsch, wenn ich jetzt Kunde wäre und würde zu Ihnen kommen, dass Sie vielleicht mal die Risiken und so meiner Projektentwicklung im Vorfeld schon mal abklopfen können, bevor es mich Geld kostet? Das ist der entscheidende Punkt. Also auch da wieder, unsere Kundenkreis ist ja, die Entscheidungswege sind sehr heterogen. Und wir haben es aber mit einem multikomplexen Prozess zu tun. Das heißt, wir verkaufen ja in dem Sinne kein Produkt, sondern es ist ja ein Prozess, den wir in Gang setzen. Das heißt, was wir tun mit unseren Kunden im ersten Punkt, ist erstmal zu analysieren, wo steht er, also die Objekte natürlich, aber auch der Kunde. Wo will er hin? Wie interpretiert er seine Ziele? Also gerade das S und nicht nur die ökonomische Seite. Und dann gemeinsam zu überlegen, welche auf diesem Status, den ich habe, welche Chancen und welche Risiken habe ich? Ja. Das geht los von der Projektgröße, von den damit verbundenen Investitionen. Kann ich die selber stemmen oder brauche ich da Partner für? Ja, bin ich überhaupt in der Lage, von meiner Satzung her eben beispielsweise in eine Direktinvestition in Immobilien zu tätigen, oder brauche ich dafür ein Vehikel? Und an der Stelle eben auch, da ist dann wieder die Kombination oder die Verbindung mit der Bank. Ich bin von Hause aus Architekt. Für mich ist das einfach unheimlich spannend, jetzt auf der anderen Seite eben auch die Bankerbrille aufzuhaben, weil die Bankenfähigkeit von den Projekten, vieles scheitert daran, dass eben irgendwelche Konzepte gemacht werden, die aber am Ende nicht tragfähig sind, weil sich eben kein Investor oder Finanzierer finden lässt. Und das sind eben die Themen, die wir im Vorfeld abbilden. Und wichtig ist auch da wieder, das so zu machen, dass unsere Kunden das nachvollziehen können. Dass sie eben sehen, ich habe eine Option, ist, sagen wir mal, eine kosmetische Sanierung, da lasse ich es nochmal 5 Jahre laufen. Die zweite Möglichkeit ist, dass ich eben vielleicht aufstocke, anbaue, wie auch immer. Und die dritte ist eben abreißen, neu bauen. Und was bedeutet das konkret in Zahlen? Was bedeutet das in Zeiträumen? Und eben letzten Endes dann eben auch eine Risikoabwägung. Und was empfehlen wir? Genau. Sie merken schon, liebe Zuschauer und Zuschauer, wir sind noch so ein bisschen in der Vorstellungsrunde, damit Sie überhaupt wissen, mit wem Sie es hier zu tun haben. Das war sozusagen Position 2. Und ich komme jetzt zu unserer dritten Gästin sozusagen, für deren Dasein ich besonders dankbar bin. Denn sie ist wirklich absolut kurz entschlossen gestern eingesprungen für Frau Wiener, die Sie noch in Ihrer Einladung finden. Von daher ein besonders herzliches Willkommen, Dr. Astrid Herrmann. Sie ist Strategieentwicklerin und Direktorin für Sustainable Finance und gerade in der großen Entwicklung innerhalb der Bank. Dennoch würde ich Sie bitten, dass Sie vielleicht mal sagen, wofür steht das alles? Das klingt ja sehr abstrakt erstmal. Ja, erstmal vielen Dank.
Ja, wofür steht das alles? Also ich bin im Bereich Strategie und Nachhaltigkeit und habe da sehr viel die Projekte geleitet zum Thema Klimaschutz, zum Thema Sustainable Development Goals, wie Joachim gesagt hat, auch zum Thema Nachhaltigkeitsrisiken. Das ist jetzt aktuell ein sehr wichtiges Thema für uns. Ja. Und ja, natürlich auch Nachhaltigkeitsrisiken in Bezug auf die Immobilien beispielsweise. Ne? Also alles so, was rund um die Projekte und das Risikomanagement zu tun hat, das liegt aktuell so ein bisschen bei mir. Ja, ich finde, es ist ja auch ein spannendes Thema. Und was Sie mir auch verraten haben, ist, dass Sie eigentlich auch Experten sind für kommende Regulierung. Ich finde das alles ganz schrecklich. Wir haben das ja auch schon von Professor Beierle gehört. Es kommt ja an Sachen Gesetzgebung und Vorschriften und Maßnahmen, die eingehalten werden, ein Wust auf uns zu. Und das ist ja zum Teil auch gar nicht so durchsichtig, ja. Vieles ist ja auch erstmal nur angedacht, muss noch in Gesetzesform, dann auch in nationales Recht umgesetzt werden. Aber nichtsdestotrotz werden Sie uns da hoffentlich auch ein Stück weit helfen können. Aber wenn Sie da schon mal so drauf schauen, ohne jetzt ins Detail zu gehen, was empfinden Sie von Seiten der politischen Treiber als die größte Herausforderung für die Immobilienwirtschaft mit Blick auf die Regulierung? Größte Herausforderung ist eine gute Frage. Ich glaube, die Komplexität ist tatsächlich die größte Herausforderung, die ich sehe, denn allein das Bild, was die EU-Regulierung aufgrund des EU-Aktionsplans zum nachhaltigen Wachstum entwickelt hat, ja, ist ein riesengroßes Konzept, hinter den zahlreichen Maßnahmen und den mehreren Legislativvorschlägen, die gekommen sind und mittlerweile auch implementiert sind, es steckt wirklich ein sehr, sehr großes Konzept, das man erstmal greifen muss einerseits, aber andererseits natürlich auch verankern muss und umsetzen muss. Ja. Also wenn ich mir jetzt allein die EU-Taxonomie selbst vorstelle, hat sich die EU zum ersten Mal tatsächlich überlegt oder zu definieren, was ökologisch nachhaltig ist, welche Wirtschaftsaktivität ist aus Sicht der EU nach dessen Definition wirtschaftlich nachhaltig. Und wenn ein Unternehmen eine entsprechende Investition tätigt, und das gilt auch für den Gebäudesektor, sollen, das ist der Plan, dafür auch taxonomiekompatible Finanzprodukte angeboten werden. Aber dafür muss die Investition auch entsprechend strukturiert werden, sodass dann diese vergünstigten Finanzierungsbedingungen, Fördermittel, Finanzprodukte, je nachdem, entsprechend auch wahrgenommen werden können. Und allein diese Komplexität zu verstehen, und natürlich darf man dabei auch nicht vergessen, dass auch der nächste Schritt dahinter ist, dass diese Taxonomiekonformität auch in den Berichten veröffentlicht werden muss. Aktuell trifft das alle Unternehmen, also gültig ist diese Taxonomieverordnung per 01.01.2022. Aber das ist nicht lange hin, 6 Monate. Nee, ganz genau. Und veröffentlicht werden muss das für alle Unternehmen, die der nicht finanziellen Berichterstattungspflicht unterliegen. Das sind ja aktuell Unternehmen mit Kapitalmarktorientierung und mehr als 500 Mitarbeitern. Aber schon in 2023 soll sich das insoweit ändern, dass es auch Unternehmen trifft, die mehr als 250 Mitarbeiter haben, keine Kapitalmarktorientierung mehr haben müssen zwangsläufig. Und auch Unternehmen, also es werden auch Standards, natürlich ein bisschen reduzierte Anforderungen entwickelt für kleine und mittlere Unternehmen. Also ja, zukünftig kann sich dem kaum noch einer... Das müsste man vielleicht mal erklären, falls Sie sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben. Das kommt stufenweise. Das kommt genau, also nicht alles ab 1. Januar kommenden Jahres, sondern wird stufenweise dann mehr und mehr erweitert und verschärft und trifft dann eben auch immer mehr Unternehmerinnen und Unternehmer und immer mehr Betriebe. Ganz genau. Und Sie sind dann zu einer Offenlegung und zu einer Transparenz verpflichtet, die Sie natürlich auch fordern wird und auf die man sich unbedingt auch vorbereiten muss. Könnte doch aber auch, jetzt mal gleich meine Nachfrage, den Vorteil haben, dass wenn ich taxonomiekonform daran denke, ein Projekt zu entwickeln und ich komme jetzt auf Sie als Bank und als Geldgeber zu, der natürlich sein Geld auch nicht verlieren will, dass ich vielleicht dadurch, dass ich taxonomiekonform bin, auch mit günstigeren Konditionen rechnen kann? Das ist die Zielsetzung, die auch von der EU in der Form verfolgt wird, ganz genau, die Ziele, also die EU hat sich ja Umweltziele gesetzt, ja, und aktuell sind nur die ersten beiden fest definiert. Also die ökonomisch nachhaltigen Wirtschaftsaktivitäten sind fest definiert für Umweltziel 1 und 2 und das ist Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel. Die anderen 4 Umweltziele, die ebenfalls kommen werden, kommen ein Jahr später. Also die Definitionen für die technischen Bewertungskriterien sind gerade in der Entwicklung, ja, und werden dann ein Jahr später greifen. Aber gerade die, die jetzt wirklich, also diese Ziele hat sich die EU gesetzt und sie sagt, mit dem Zielsetzung
das zu definieren, was wir als ökologisch nachhaltig sehen. Nur dadurch können wir unsere Umweltziele erreichen, die wir uns gesetzt haben. Und nur damit können wir dann auch das Pariser Klimaabkommen erreichen. Also Hintergrund ja. für all diese Entwicklung ist letztlich das Pariser Klimaabkommen und die Verpflichtung, die sich die EU da gesetzt hat und die Agenda 2030, also der Vereinten Nationen, also die Sustainable Development Goals. Das sind die politischen Goals. Treiber Ganz sozusagen, genau. die dahinter stecken. Herr Fröhlich will unbedingt etwas dazu Gerne. Sagen. Weil ich glaube, das ist ganz wichtig, was die Astrid gerade beschrieben hat, denn das hat Folgen für unsere Finanzierung in der Bank. Ja. Denn wenn die Projekte dann dieser Taxonomie nicht mehr entsprechen, dann wird es für uns schwierig, die überhaupt noch zu finanzieren. Also da geht es gar nicht mehr um die Frage, wie viel teurer ist die Finanzierung, sondern dann gibt es vielleicht gar keine mehr, weil dieser CO2-Fußabdruck, der dann berechnet wird, den wir heute schon berechnen, der größte Teil dieses CO2-Fußabdrucks ist das Geschäft unserer Kunden. Ja. Und wenn wir nachher in unserer Regulierung runterkommen müssen mit dem CO2, dann muss es implizit über das Kundengeschäft gehen. Denn wenn die Kunden nicht reduzieren, können wir nicht reduzieren. Also diese Wechselwirkung, die ist bei vielen, glaube ich, in der Diskussion noch gar nicht angekommen, welcher Hebel hinter der Taxonomie Gemeinsam steht. Gemeinsam gefangen und gehangen. Genau, ja. genau. Aber auch mit welcher dramatischen Konsequenz. Also nicht nur einfach, dass es das gibt, sondern das hat dramatische Konsequenzen für die Finanzierungsstruktur in Deutschland. Frau Dr. Herrmann wollte noch was dazu sagen. Gerne, ich würde einfach gerne noch ergänzen, dass man diese Taxonomiekonformität auch natürlich so verstehen muss, dass perspektivisch man damit rechnen kann oder im Zweifel muss, dass es hinterher einen Abgleich gibt zwischen, das sind taxonomiekonforme Gebäude, Immobilien, also jetzt rein auf den Immobiliensektor bezogen, aber natürlich trifft das auch die anderen Sektoren, die dadurch abgedeckt sind. Das sind noch vielleicht transitionsfähige Immobilien, die man noch dahin bewegen kann, sanieren kann, dass sie taxonomiekonform werden, und den Gebäuden, bei denen das vielleicht nicht mehr möglich ist. Und zu einem gewissen Zeitpunkt ist dann ja auch zu erwarten, dass der Wertverlust dieser Gebäude enorm sein kann. Oder ja. eben halt auch die Verwertbarkeit Damit insgesamt. Damit sind wir dann bei Ihren gestrandeten Immobilien. Aber bevor ich Ganz jetzt alle gut. anderen zu Wort kommen lassen muss, Hans-Christian Rehse sitzt ja auch noch bei uns in der Runde. Und der Mann wird wahrscheinlich schon gedacht haben, ich habe ihn glatt vergessen. Habe ich aber nicht. Ich wollte nur Ihrer Kollegin den Vortritt lassen. Er ist Geschäftsführer der EB Consult, also der Beratungstochter. Sein Schwerpunkt natürlich auch Nachhaltigkeit. Ja, was haben Sie zu bieten? Also sozusagen den Trägern. Wie können Sie die Träger im Transformationsprozess unterstützen? Ja, unsere Aufgabe ist es, diese Regulatorik, von der wir eben gesprochen haben, wie zum Beispiel so etwas wie den EU-Aktionsplan, das in Beratung umzusetzen, in Beratung unserer Kunden. Wir haben ja eben die Seite geschildert, welche Auswirkungen das auf die Bank hat, aber es hat natürlich auch massive Auswirkungen auf unsere Kunden. Und Astrid, um das fortzuführen, was du gesagt hast zum Thema Immobilien und ESG, es wird in eher kurz- bis mittelfristig, in 3 bis 5 Jahren müssen wir davon ausgehen, dass es ESG-Ratings gibt. Die gibt es jetzt schon, aber ja. es gibt sie noch nicht für den Mittelstand. Aber dann wird es sie auch für den Mittelstand geben und damit auch für unsere Kunden, also auch für die Sozialwirtschaft. Und wir befinden uns jetzt ungefähr so in der Situation, wie wir sie Anfang der 2000er Jahre haben. Vielleicht erinnern sich ein oder andere Kunden da noch dran. Da ging es um die Diskussion Einführung des Basel II-Ratings. Und das war das erste Mal, dass Banken überhaupt ihre Kunden bewertet haben, die ökonomischen Risiken der Kunden bewertet haben und damit auch ihre eigenen. Und jetzt sind wir knapp 20 Jahre später, ja. reden wir nicht mehr über ökonomische Risiken, das kennt inzwischen jeder, sondern wir unterhalten uns über die Risiken, die aus fehlender Nachhaltigkeit entstehen können. Und da werden auch die Banken komplette Ratings entwickeln und auf ihre Kunden zugehen und nicht nur die Immobilie bewerten, sondern den gesamten nachhaltigen Auftritt eines Unternehmens. Und das geht vom Management bis hin über das Risikomanagement, über Prozesse bis hin zum Produkt oder zu Dienstleistern, die man sich genau angucken muss. Und da müssen Unternehmen in Zukunft eine Nachhaltigkeitsstrategie ihrer Bank präsentieren können. Ja.
Sonst wird es leider teuer werden, denn es wird auch für die Banken teuer werden. Sie werden diese Risikokosten wieder, weitergeben an Ihre Kunden. Ja, und Sie müssen ja auch selbst dann Ihr Eigenkapital entsprechend dem Risiko dann selbst auch erhöhen. Sie haben gesagt, dass wir müssen dann den ganzen Kunden betrachten und nicht nur die Immobilie. Genau. Heißt auch das Management, da sind wir beim Thema nachhaltiges Management. Ja. Darunter können sich ja viele so erstmal so gar nichts vorstellen. Aber Sie machen genau in dem Bereich ja auch Beratung. Was ist nachhaltiges Management? Was zeichnet es aus? Nachhaltiges Management hat eben diese die gesamten drei Säulen der Nachhaltigkeit im Blick, also die ökonomische Säule, von der haben wir gesprochen eben gerade, Basel II Rating, das haben viele schon ganz gut im Griff. Die ökologische Säule, von der wir in Bezug auf Immobilien gesprochen haben und die da auch gerade in diesem Bereich für unsere Kunden ganz besonders relevant ist, aber eben auch die soziale Säule der Nachhaltigkeit. Mhm. Und unsere Kunden kommen ja fast vollständig aus der Sozialwirtschaft. Und viele denken, weil sie was Soziales machen, sind sie sozial automatisch nachhaltig. Das ist aber mit sozialer Nachhaltigkeit nicht gemeint. Da steckt noch viel, viel mehr dahinter. Und ein nachhaltiges Management versteht es, dieses Spannungsfeld dieser drei Säulen permanent in den Ausgleich zu bringen. Um mal ein Beispiel zu bringen, wie heißt dieser Fleischproduzent aus Westfalen, der im letzten Jahr in die Schlagzeilen geraten ist? Tönnies. Der ist ökonomisch extrem nachhaltig, ja, weil das ist ein hochflorierendes Unternehmen und der hat fantastische Produktionsprozesse aufgebaut und das versteht es hervorragend, in kürzester Zeit aus Schweinen Steaks zu machen und in die ganze Welt zu verschiffen. Aber soziale Nachhaltigkeit ist etwas, ich sag mal, das haben wir im letzten Jahr erfahren, etwas unterentwickelt in diesem Unternehmen. Ja. Und nachhaltiges Management heißt jetzt nicht, dass sich fehlende soziale Nachhaltigkeit durch grandiose ökonomische Nachhaltigkeit kompensieren kann. So einfach ist das nicht. Sondern es ist ein Spannungsverhältnis dieser drei Säulen und ich muss es permanent in den Ausgleich bringen. Das ist die große Herausforderung, das ist soziales Management und gutes nachhaltiges Management. Und ein gutes, nachhaltiges Management, davon sind wir überzeugt, beginnt, der erste Schritt dorthin ist der Schritt zu einer freiwilligen, nicht finanziellen Berichterstattung über alle Nachhaltigkeitsthemen des Unternehmens. Und damit beginnt es. Und ich glaube, die Unternehmen, die sich jetzt entschließen, in die nicht finanzielle Berichterstattung zu gehen, und das ist komplex, das ist nicht so einfach, da schreibt man nicht einfach mal nur so auf, was man so alles Gutes tut, das ist wesentlich mehr. Und das braucht Beratung. Und die Unternehmen, die sich jetzt entschließen, das zu tun, tun es genau zum richtigen Zeitpunkt. Denn in wenigen Jahren, Astrid hat es gerade geschildert, wird bestimmt mindestens ein Drittel, wenn nicht sogar die Hälfte unserer Kunden, also 250 Mitarbeiter, 40 Millionen Umsatz, 20 Millionen Bilanzsumme, das werden die neuen Kriterien sein, voraussichtlich, das ist alles neu in der Konsultation. Aber das erfüllen sehr, sehr viele unserer Kunden, diese Voraussetzung. Ja. Und dann wird das ohnehin Pflicht werden. Und wenn es ohnehin Pflicht wird, dann ist es nachhaltig, sich jetzt schon diesem Thema anzunehmen. Wunderbar. Wenn ich das mal runterbrechen kann für unsere Zuschauer und Zuschauer, während Herr Rhein sozusagen für die Hardware sorgt, ja, für die äußere Hülle und das Gebäude modernisiert, energetisch auf den neuesten Stand bringt, sind Sie sozusagen für den Inhalt, für die Software verantwortlich. Richtig. Und kümmern sich um das, was aus den Gebäuden heraus an Wirkung entfaltet werden kann, genau. Und welche Möglichkeiten und Chancen sich auch für die Betreiber und die Eigentümer ergeben könnten. Das, genau. Professor Beierle, Ihre Visitenkarte haben wir im Prinzip schon zu hören bekommen. Nichtsdestotrotz habe ich so ein bisschen zwischen den Zeilen herausgelesen, wo ich so dachte, okay, im Prinzip will der Mann uns nichts anderes sagen, als dass es für die Immobilienwirtschaft 5 vor 12 ist. Während die Industrie sich eigentlich schon auf den Weg gemacht hat, ja, zur Dekarbonisierung, hinkt die Immobilienwirtschaft da noch so ein bisschen hinterher. Also Klimaneutralität ist ja auch dort das Ziel. Auch die müssen ihre Immobilien fit machen. Wo stehen die Immobilienträger der Kirche und der Sozialwirtschaft? Ich habe schon so ein bisschen rausgehört, dass eine Bestandsaufnahme offenbar ein sehr schwieriger Prozess ist. Warum? Sind Sie jemals umgezogen? 2-mal. Sehen Sie? Also, aber in Mietwohnung. Zack, aber nicht, zack. Nein, aber nicht mit dem, was Sie wahrscheinlich eingepackt haben, ist in der neuen Wohnung oder Haus angekommen. Haben Sie, Sie haben ja Headset. Alles gut. Okay. Alles Headset, ja. Und was ich damit sagen möchte, bildlich natürlich gesprochen, einiges bleibt auf der Strecke. Ja. Sie haben in Ihrer Wohnung im Haus jahrelang Sachen mitgeschleppt, in Anführungsstrichlein. Eigentlich, komm, jetzt ist ein Umzug ein Anlass, jetzt fliegt es wirklich raus. Ja. Das Übertragen vor dem Hintergrund ist überhaupt keine Kritik, dass ich ein Portfolio darstelle, aber der Gleichklang
ist ja wichtig. Es muss neue, schöne Grüne geben. Es muss aber auch die Cash-Cows gehen zur Vergangenheit irgendwo. Was sich jetzt halt ändert, und das ist, glaube ich, so dieser Prozess, warum es 5 vor 12, 10 vor 12, kann man streiten, aber dieses Zeitalter der Freiwilligkeit schließt sich wirklich mit Ansage. Vor 10 Jahren ESG, da haben so ein paar nette Manager mitgemacht und es war schön, also keine Frage, war dabei, total toll. Aber es gab keine Sanktionen, es gab eher Profits, es gab Anerkennung, total toll, ihr seid Avantgardisten, wunderbar. Jetzt zeigt Brüssel über den Planeten die Daumenschrauben, weil sie gesagt haben, ihr habt euch bemüht, redlich, junge Menschen, aber es hat nicht gereicht. Und jetzt kommen wir den Sanktionen. Und deswegen ist, glaube ich, die Bestandsaufnahme, und zwar eine ehrliche Bestandsaufnahme. Immobilien hat ja immer dieses Synonym, da ist ja so eine Wertstiftung. Jeder, der mal eine Wohnung gekauft hat, der hat immer diesen Anschaffungswert drin, weil er natürlich auch oftmals monatlich erinnert wird durch die Hypothek. Ja. Das kriegen sie nie raus. Und im Großen ist es eigentlich ähnlich so. Wir sehen immer nur einen Euro-Wert, aber wir sollten dann langsam auch die CO2-Bepreisung sehen. Mein naives Bild mit dem Ende ist mal ein Preisschild dran, was es kostet, ist wie das Thema mit den Bananen. Vor 6, 8 Wochen ging es ja durch die Presse. Links die Bananen konventionell, rechts die CO2-Bepreisung und es waren 2 Euro Unterschied. Und ich weiß schon, was die Masse erstmal kaufen wird, aber irgendwann wird es die für 2 nicht mehr geben. Und das ist genau die Logik, die dahinter steckt. Ja, aber gerade Kirchen und Sozialwirtschaft haben ja wahrscheinlich einen gigantischen Immobilienbestand. Und einen Correct. Immobilienbestand, der oftmals Jahrhunderte alt ist. Was natürlich für den Betrachter wunderschön ist. Ja, ich habe denkmalgeschützte Kirchen, ich habe wunderbare alte Stifte, ich habe tolle Gelände, die erschlossen sind. Correct. Es gibt aber auch wahnsinnig viel Grundbesitz, der vielleicht noch nicht mal richtig verzeichnet ist. Die Kirche wird auch reicher durch Schenkungen von Menschen, die keine Erben haben oder so. Wie viel macht das aus, wenn man sich das jetzt anschaut bei der CO2-Bepreisung? Was kommt da eigentlich gerade auf diesen Bereich der Immobilienwirtschaft zu? Eine Menge. Ich bin sofort vielleicht möchten Sie jetzt so ein Kuchenstücklein hören, so ein Gramm, nicht Gramm, sondern 20% sind Liegenschaften. Wie ist die Torte aufgeteilt? Kann ich nicht sagen. Ja. Man kann es schätzen, ehrlicherweise, ja. Man kann aber nach vorne sehen, wo es definitiv mehr Erträge generiert werden. Wir haben das schöne alte Thema eben Jahrhunderte Erpacht. Ein Paradebeispiel, wie man dem sozialen Thema Wohnraumbeschaffung, Urbanität, irgendwas was Gutes abfinden könnte diesbezüglich. Das heißt, da werden die Kirchen, evangelische Kirche, garantiert mehr sich engagieren. Der Nachteil der Geschichte ist auf der anderen Seite, es sind natürlich auch Dinge angehäuft worden, wo es halt keine klassische Kameralistik gab. Ich bin natürlich jetzt auf dünnem Eis, möchte ich niemandem zu nahe treten, aber da gab es Schenkungen, da gab irgendwas. Sie hätten es rational, hätten sie es nie angekauft und ein Portfolio-Gedanken, was jetzt keine Kritik ist, um Gottes Willen. Es gab ja ein Leben vor Markowitz, da waren wir alle auch da. Aber das ist genau die Situation, wo ich sage, den T0-Punkt zu definieren, heißt, und dann reagieren zu können, so agieren, heißt erstmal, was ist eigentlich was? Ein Erbpachtgrundstück am Stadtrand ist genauso wertvoll wie eine Kirche, die vielleicht seit 20 Jahren nicht mehr bespielt wird. Die Frage ist nur, was mache ich damit? Ja. Und beide haben den gleichen Gestehungswert, zunächst intellektuell, aber dann ist die Frage, was mache ich damit? Und über Erbpacht redet man wirklich von Jahrhunderten, während bei einer Kirche, ein Sakralgebäude oder gibt es ja alle Gesundheitsimmobilien, redet man dann wahrscheinlich eher von 10, 20 Jahren Nutzungsintensität und dann ist aber eine Abwertung einfach fällig, weil es der Markt generiert. Ja? Genau. Also ich meine schon, es ist halt echt nicht einfach, da diese Weltformen zu identifizieren, aber man muss anfangen. Aber in der Endkonsequenz geben wir den Appell nach draußen an die, der da zuhören und zuschauen, macht eine schonungslose Analyse. Ja. Guckt euch einen Bestand an. Was habt ihr überhaupt in eurem Portfolio? Verschafft euch eine Übersicht. Was muss da alles rein? Was gehört zu so einer schonungslosen Analyse? Ihr könnt euch alle gern beteiligen. Ja? Also Herr Reinsch, Sie können das wunderbar ergänzen, wenn Professor Bayerle das sagt. Legen Sie mal los. Und ach, ich fange mal mit dem Klassiker an, die Lage. Und das, wenn ich aber der Lage einen Zeitstrahl gegenüberlege, ja, dann sieht es schon wieder anders aus. Ich merke schon, ich komme immer auf diesen ländlichen Raum zurück. Die Hälfte der Gebäude Deutschlands steht außerhalb der tollen Ballungszentren wie Berlin. Das heißt, allein 50% des ganzen Kuchens, jetzt bin ich bei den Prozenten wieder, besteht eigentlich in Lagen, die wir jetzt zum Beispiel nicht unbedingt ankaufen würden, weil wir sagen, ach, das Risiko vielleicht, jetzt hinter Mainz, jetzt mal billig gesprochen, doch eher Frankfurt Innenstadt, weil Wachstumsfantasien anderer Art sind. Aus der Perspektive der Langfristigkeit, der Nachhaltigkeit, der sozialen Verantwortung kann ich zwischen Kiel und Garmisch-Partenkirchen, bis auf wenige Lagen, wo wirklich viel Wald und Fuchs ist, ja, kann ich allem was Gutes abgewinnen, offen gesprochen. Aber die Frage ist, was mache ich damit? Und ich glaube, da, deswegen sind wir in dieser Runde auch, den Gedanken zu definieren, ich bin halt ein Lagemensch und die Lage ist immer nicht duplizierbar, deswegen hat sie per se schon einen Wert. Und jetzt immobilienökonomisch, die Objekte werden immer schneller älter, je zentraler sie sind. Das heißt, ich reiße nach 20 Jahren diesen total tollen Turm in Frankfurt ab und lass aber vielleicht eine Neubausiedlung einfach mal 100 Jahre am weiteren Ortsrand stehen, weil es Erbpacht ist. Ja. Das sind genau, und das ist nicht einfach, diese Zeitschale gegenüberzubringen. Ja? Was und das gehört hat mit noch Veränderung zur Analyse, zu tun. Herr Reinsch? Ich glaube,
das Thema der Portfoliobetrachtung ist ja dann für jemanden, der eben jetzt gerade einen sehr heterogenen Besitz hat, auch wichtig. Also es ist diese Lagen, also bei der Kirche beispielsweise habe ich ja eben tausende von Immobilien, die eben in der Fläche das Problem sind, nicht? Also wenn ich eben eine Immobilie habe, also eine Kirche oder eben auch Pfarrhäuser, ich habe Zusammenlegungen von Gemeinden und ich bin aber eben in einem Raum, wo ich 4,50 Euro Durchschnittsmiete habe, dann kann ich eben dafür nicht bauen, egal was ich für eine Idee habe. Das heißt, ich muss mir dann überlegen, kann ich dieses sozusagen das eigene Portfolio dahingehend vielleicht ausbalancieren, indem ich eben sage, also erstmal brauche ich die Analyse, um zu sehen, wo brennt es und wo habe ich Potenzial. Und dann muss ich mir im zweiten Schritt überlegen, eventuell muss ich mich von einigen Objekten trennen, muss dann aber reinvestiere das vielleicht in die Potenziale, die ich habe. Ja. Das genau. kann mal eine Lage, es kann aber auch zum Beispiel sein, dass etwas, was erstmal aus Lagegesichtspunkten eben im ländlichen Raum ist, ich aber vielleicht eine Diakonie als Träger habe, die sagt, Mensch, wir brauchen eigentlich, wir könnten das nutzen und schon habe ich einen langfristigen Pächter über 20 Jahre, schon sieht die Sache ganz anders aus. Und an der Stelle eben immer diese beiden Perspektiven zu haben. Einmal die Portfolio, also die Meta-Ebene, wo ich eben erstmal das versuche, erstmal miteinander vergleichbar zu machen und zu gucken, wo muss ich handeln und wo habe ich ein Potenzial. Und die zweite Ebene, oder das ist eigentlich die andere Seite der gleichen Medaille, auf die Objektebene zu gehen und zu sagen, was konkret in dieser Lage, weil das ist ja nun mal bei Immobilien immer das Problem, dass ich eben fixiert bin auf die Lage, auf das Umfeld, auf die Entwicklung genau. von diesem Umfeld, hohe Kapitalbindung und langfristige Kapitalbindung. Also das macht die Sache natürlich nicht gerade einfacher. Also diese Chancen- und Risikenabwägung und dann eben eine Quartiersentwicklung. Welche Möglichkeiten habe ich, Herr Reese? Ja, ich wollte gerade ergänzen, und was natürlich auch sehr wichtig ist bei der Analyse, ist die Nutzung der Immobilie. Also was mache ich eigentlich da drin? Und das ist für unsere Kunden extrem wichtig, weil... Also sie sind erstmal in der Regel nicht renditeorientiert, weil das für die einfach keine Rolle spielt. Und man muss sehen, der ganz, ganz große Unterschied, worin sich die Sozialbranche zu allen anderen Branchen unterscheidet und was das Ganze so komplex macht, ist, diese Branche hat nicht einen Kunden. Also normalerweise habe ich in der Immobilienbranche einen Kunden, das ist der Mieter. Das ist hier aber anders, sondern... Ich habe mindestens zwei Kundenarten, die völlig konträre Interessen haben. Das eine ist der Kostenträger, also die Sozialkassen oder die Landkreise als Träger der Sozialhilfe, die das Ganze refinanzieren. Und ich habe den Abnehmer, das ist der Bewohner, also ein Mensch mit Behinderung, Kinder aus der Kinder- und Jugendhilfe, alte Menschen, kranke Menschen. Die haben ganz andere Interessen. Das müssen nicht unbedingt die Träger des Kostenträgers sein. In den seltensten Fällen decken die sich. Und dann kommt häufig noch eine dritte Kundengruppe hinzu. Das sind die Angehörigen der Bewohner. Deren Interessen decken sich auch nicht immer mit denen der Bewohner. Das muss ich zum Ausgleich bringen. Also ich muss diese drei Kundengruppen bedienen und ich muss entsprechende Nutzungen entwickeln. Und da hat es in den letzten Jahren, also wir haben auf der einen Seite eine sehr stark regulierte Wirtschaft, aber auf der Umsatzseite, da ist sie dem freien Markt ausgesetzt. Und das wird durch die Gesetzgebung immer weiter vorangetrieben. Also wenn wir zum Beispiel das Bundesteilhabegesetz nehmen, also für die Behindertenhilfe entwickelt, wo es darum geht, die Inklusion voranzutreiben, dann bewegen sich jetzt die Unternehmen der Behindertenhilfe, die früher also sehr abgeschottet ihr Ding machen konnten, um es etwas salopp zu formulieren, die sind jetzt dem freien Wettbewerb ausgesetzt, zunehmend, das nimmt zu. Und die Leistungen werden auch nicht mehr auf dem Campus, auf einem abgeschlossenen Gelände erbracht, sondern es wird dezentralisiert. Man geht hinaus in die Städte, in das Land. Also das erfordert ganz andere Formen der Betreuung und das wiederum bedarf dringend Innovation, sozialer Innovation. Wir machen immer den Fehler, dass wir, wenn wir an Innovation denken, denken wir meist an technische Innovation, aber wir denken nie an soziale Innovation. Und um technische Innovation umsetzen zu können, brauche ich soziale Innovation. Also, sagen Sie mal ein paar Beispiele für soziale Innovation. Ja, also jeder, der Kinder hat, hat das in den letzten anderthalb Jahren erlebt. Ja. Wir haben hier tolle iPads und iPhones und Laptops, eine super Digitalisierung, ja. Bringt aber gar nichts, wenn der Lehrkörper nicht in der Lage ist, digital zu denken und digitalen Unterricht zu machen. Ja. Ja, also soziale Innovation wäre, sich jetzt mal zu überlegen, wie transformiere ich den analogen Unterricht, also die Tafel,
Wie komme ich davon weg und transportiere das auf iPad, Smartphone? Genau. Und so weiter. Ja? Digitale Medien. Was haben, wenn überhaupt was stattgefunden hat, was hat stattgefunden? Man hat die Tafel einfach aufs iPad übertragen. Ja, das, und dabei sämtliche Möglichkeiten der Digitalisierung außen vor gelassen. Das ist so ein Beispiel. Eine soziale Innovation wäre dann ja auch Homeoffice. Ja? Homeoffice zum Beispiel ist eine soziale Innovation. Damit kann ich E-Mobilität nutzt mir gar nichts, um Verkehrsprobleme zu lösen. Sie stehen doch genauso verstopft, bloß jetzt eben mit E-Mobilen. Sondern ich muss eben nachdenken über solche Homeoffice-Lösungen. Das bringt die Leute von der Straße. Aber das setzt auch wieder andere Anforderungen an die Wohnungswirtschaft. Natürlich, ich muss andere Wohnungen konzipieren. Oder? Bitte? Ja, gerne. Ja. Mal ein bisschen schnell diese sein. Das, was wir seit 15 Monaten machen, ist ja eine höchst illegale Geschichte. Homeoffice wird toleriert, aber es gibt ganz wenige Menschen, die haben ein TÜV-zertifiziertes Arbeitszimmer. Ja. Ich meine nicht die, die es absetzen steuerlich, ich meine die 86% haben es eben nicht, mal Zahlen vorm zu spannen. Das heißt, durch den Vorschlag von Herrn Heil wurde es ja so zumindest mal der rechtliche Rahmen irgendwie definiert. Ja? Unabhängig davon kommen die meisten zurück in dem Bereich. Ja? Aber da sind wir genau bei dem Punkt. Das heißt, wir reden über Homeoffice und digitale Lösungen. Die Mehrzahl musste sich morgens prügeln, wer am Küchentisch sitzt mit den Kindern und wer das Wohnzimmer bekommt. Und das ist die Realität bei 86%. Deswegen, ich glaube, in dem Aspekt muss auch die Kirche aufpassen, dass er nicht zum Auffangbecken wird von Dingen, die der Markt nicht regelt. Und das Paradebeispiel ist natürlich bezahlbarer Wohnraum. Ja? Den regelt der Markt nicht. Wir alle jammern, weil es nicht gebaut wird. Ökonomie sagt, ja gut, weil es sich nicht rechnet. Und das ist natürlich der falsche Ansatz. Also ich bin völlig bei Ihnen, deswegen musste ich jetzt mal kurz reingrenzen. Ja. Und bitte. Aber ich denke eben auch, wenn wir von sozialer Innovation sprechen, ist sie ein wahnsinnig wichtiger Faktor auch für Sie, wenn Sie über Quartiersentwicklung nachdenken. Also hier wurde ja sozusagen auch ein sozialer Innovationsraum geschaffen in einer ehemaligen Filiale, ein wunderbares Beispiel dafür. Das erleben Sie ja wahrscheinlich tagtäglich dann auch in Ihrer Arbeit, Herr Reinsch. Ja, also vielleicht unter dem englischen Begriff Stakeholder Management. Also es ist eben eine sehr, in der Regel eben auch ein sehr heterogene Entscheidungsgremien, mit denen solche eben sehr komplexen Prozesse diskutiert werden und dann auch entschieden werden müssen. Das heißt, unsere Aufgabe ist da auch ein Stück weit so eine Art Vormoderation zu machen oder das Ganze erstmal im Prinzip in alternative Optionen aufzuzeigen, die möglich wären, mit den Risiken und den Chancen, die damit einhergehen, aber um im Prinzip dem Gegenüber, in dem Fall dem Kunden, auch die Möglichkeit zu geben, wie sieht das denn konkret aus? Weil ich sage mal, für uns ist das natürlich, wenn wir jetzt über bestimmte Funktionen und Zusammenhänge, Mobilität und so weiter reden, das ist ja unser Tagesgeschäft. Aber für jemanden, der quasi Einrichtungen betreibt, aber sie nicht entwickelt, ist es das eben nicht. Und da eben sind oft die Wünsche oder die Vorstellungen von dem, was eben in so einem Quartier passieren kann. Schon mal allein der Begriff Quartier. Also ist Quartier, sind drei Gehäuse schon ein Quartier oder ist es ein Stadtblock? Wenn ich über einen Block rede, wo ich wirklich auch Synergieeffekte hätte mit Heizung und so weiter, da bin ich in Deutschland, das wird schon schwierig, also weil ich eben auch völlig heterogene Eigentumsverhältnisse habe. Ne? Das heißt, ich muss zunächst mal erstmal diese Begrifflichkeiten, die auch jeder im Kopf hat, da ist auch das Thema die soziale Komponente, was verbirgt sich dahinter oder was für den konkreten Fall, für die konkrete Lage, was heißt das denn konkret? Also welche Möglichkeiten habe ich? Ist das jetzt, dass ich hier irgendwie die Heizung messbar mache und einzeln ablese? Also oft sind ja dann diese Smart City oder Smart Quartiere, ist das ja recht dürftig, was dann konkret am Ende dabei rauskommt. Und da ist eben unsere Aufgabe, das eben nicht nur von der funktionalen, baulichen, betrieblichen, sondern eben auch von der Finanzierungsseite soweit im Prinzip vorzubereiten, in alternativen Szenarien zu denken. Das ist quasi dann unsere Hausaufgabe, mit der wir dann auf unsere Kunden zugehen und sagen, pass mal auf, aus unserer Perspektive hättest du folgende Optionen, die sind für dich mit dem und dem Risiko, mit dem und dem Investment verbunden. Dann kann dieses Gremium wiederum unter sich entscheiden und diskutieren, was es dann tut. Die Realität ist aber so, dass wir eben jetzt häufig Diskussionen haben, die eben in einem sehr großen Kreis geführt würden, wo man dann eben auch grundsätzliche Themen, also bis hin zu, brauchen wir Stellplätze? Dann sage ich, naja, wir haben eine Stellplatzsatzung, das können wir, macht jetzt nicht so viel Sinn, das zu diskutieren. Ich will das jetzt gar nicht, woher soll man es auch wissen? Ja. Also da müssen wir, glaube ich, einfach ein bisschen auch in eine gewisse Vorleistung gehen und eine Vorüberlegung gehen, um dann einfach konkrete Lösungsangebote machen zu können.
Aber dafür sind Sie eigentlich auch da, als Ideengeber, ja, als Menschen, die in der Lage sind, auch genau, über den Tellerrand zu schauen. Ja? Ich meine, wenn ich mich tagtäglich damit auseinandersetzen muss, bin ich dann halt auch so fokussiert und fühle mich vielleicht auch eingeengt. Herr Riese, ergänzen Sie das bitte. Ja, also Johannes, weil du gerade das Thema Stellplatzsatzung angesprochen hast, das bringt mich auf das ist ein super Beispiel. Man kann da unter Umständen auch schon was machen, mal, obwohl die meist in Stein gemeißelt ist. Aber wenn ich, da reden wir jetzt auch wieder von einer sozialen Innovation, wenn ich mir zum Beispiel über Carsharing-Modelle Gedanken mache und die meinen Kunden anbiete oder meinen Mitarbeitern anbiete, dann tue ich einmal was für die Mitarbeiterbindung. Ich habe entwickle ein Mobilitätskonzept und ich kann unter Umständen, es klappt nicht immer, aber ich kann unter Umständen die Stadt, die Kommune dazu veranlassen, von der Stellplatzsatzung zumindest ein wenig aufzuweichen und ein paar Quadratmeter mehr zu bauen. Und das Ganze, und das ist das Schöne, das ist immer ein anderes Thema, das Ganze wird auch noch gefördert. Und das Thema Förderung solcher Immobilienprojekte oder überhaupt von Projekten in der Sozialwirtschaft ist auch sehr, sehr wichtig, um soziale Innovation voranzutreiben. Also viele unserer Kunden lassen unheimlich viel Geld liegen, ja, weil die Förderung eben, die Förderlandschaft in Deutschland extrem unübersichtlich ist. Es ist extrem aufwendig. Klar, wer geschenktes Geld haben will, ja, da ist man was mit hohem Bürokratieaufwand verbunden. Ja, ja. So, und das ist auch so ein Thema, was wir vorantreiben wollen. Wir wollen unsere Kunden eben dazu bringen, über den Tellerrand hinauszuschauen, auch ein bisschen innovativ zu werden, indem wir ihnen zeigen, welche Möglichkeiten der Förderung es eigentlich gibt und dadurch eben Kunden zu motivieren, auch mal über die Grundstücksgrenzen hinauszudenken, vielleicht auch mal ins Quartier hineinzudenken, sich Gedanken darüber zu machen, wie kann ich vielleicht Themen aus dem Umfeld, die mich jetzt nicht direkt betreffen, aber die Bewohner aus dem Umfeld betreffen, die mit aufzunehmen in meine Projekte. Und so entsteht eben Innovation, entstehen interessante Quartierskonzepte, die dann auch den Namen Quartierskonzept verdienen. Ja. Nicht alles, glaube ich, was unter Quartierskonzept so läuft, verdient den Namen. Also Herr Professor Bayerle, vielleicht können Sie dazu was sagen, aber wenn ich das manchmal so sehe, was da so in Frankfurt in der Innenstadt dann passiert oder an solchen Hotspots. Aber wichtig vielleicht der Hinweis nochmal an alle, die jetzt da draußen sitzen. Es ist ganz einfach so, auch die Fördermittelberatung läuft über die Bank, läuft im Bereich Beratung bei Ihnen. Sie kennen sich aus in dem Dschungel, Sie können Vorschläge bringen. Vielfach werden Fördermöglichkeiten auch durch die, vor allen Dingen über die KfW, gar nicht erkannt. Vieles ist miteinander kombinierbar. Das kann man ausschöpfen und wenn man da weiß, man hat da Partner, die einem da auch mal vielleicht beim Ausfüllen dieser Formulare über die Schulter schauen und helfen, ist das ja schon mal also nicht wichtig. Das Beste ist, man lässt uns beide da gleich ran und dann machen wir das alles komplett für den Kunden. Ich glaube, ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, dass man das auch immer vorher macht. Das nochmal sagen, das ist ein ganz typisch in Deutschland. Üblicherweise fängt die Einrichtung an, sich erstmal Gedanken zu machen, was sie machen will, beauftragt irgendjemand, aber dann ist eigentlich schon zu spät. Bevor man loslegt, sich informieren, welche Fördermöglichkeiten gibt es und was kann ich damit machen. Also das wäre nochmal ein wichtiger Hinweis, wenn Sie sich mit dem Thema beschäftigen, Fördermittelberatung, bitte lieber vorher. Weil dann kann man noch was heilen. Wenn man einmal im Projekt drin ist, ganz schwierig zu ändern. Und vielleicht noch eine Ergänzung zum Quartier, das wäre mir wichtig, weil wir auch eben über Kirche nochmal gesprochen haben. Und es wird immer sehr plakativ über diese Quartieren, das ist so ein bisschen der Goldstandard, mit dem reist die Immobilienbranche durch ganz Deutschland, also so viel habe ich noch gar nicht gesehen, weil ich frage mich immer, wo in Berlin finden die denn statt? Weil wer hat denn diese Flächen in Berlin? Weil nur in Berlin will man es ja machen, weil da macht es ja Spaß, weil man hat ja Renditeerfordernisse oder in Köln oder München. Aber das ist nicht die Lebenswirklichkeit. Da habe ich immer so das Gefühl, die Lebenswirklichkeit ist da draußen. So wie mit Dieter Nuhr, die Alternative zum Verbrenner ist ein anderer Verbrenner auf der Fläche. Und wir müssen da mal ein bisschen realistisch sein. Aber trotz allem ist ja doch der Auftrag von Kirche auch immer der Gemeindeaspekt. Ja, warum gehen wir nicht wieder in die ländlichen Gemeinden? Warum macht dann Diakonie und Kirche nicht da dann wieder? Weil sie haben ja üblicherweise mitten im Ort die Fläche, weil das ist nun mal so in der Geografie unserer Geschichte, dass die Kirche immer der Mittelpunkt war. Also bringen wir doch das Leben wieder dahin. Wir können uns nicht alle das Leben in Berlin leisten. Also wie kriegen wir wieder in die Fläche? Das ist eine große Aufgabe und ich finde, das ist es wichtig, darüber auch zu reden, wie kriegen wir das in die Fläche wieder. Da muss die Kommune mit dazu, weil wir brauchen ÖPNV, wie kann man das anbinden, wie kriegen wir Digitalisierung dahin. Homeoffice ist super, aber wir haben auch die Situation in den Altenheimen gehabt, die Leute hatten keine iPads. Die haben über Monate ihre Angehörigen nicht sehen können. Wenn sie Glück hatten, Telefon, aber keine iPads, weil das auch nicht in der Förderung drin war.
aber du hast es ja beschrieben, die Angehörigen haben dann versucht, selber sich zu behelfen mit dem Thema. Aber das muss auch gemacht werden. Also dieses wieder, wie bekommt Kirche und Diakonie wieder eine Relevanz in der Gesellschaft? Weil wir haben eben darüber philosophiert oder es bedauert, dass Kirche weniger Mitglieder hat, dass das weniger wird. Ja, wie kommen wir denn zu mehr? Auch das kann ein Teil, das können Immobilien sein. Das können die Schulen sein, wieder mehr Schulangebot zu haben aus kirchlichen Aspekten und zu sagen, das investieren wir dort. Und dann kann man auch eine durchaus angemessene Rendite, vielleicht nicht das, was man in der professionellen Immobilienwirtschaft hat, aber das ist ja gar nicht unser Anspruch. Aber nachhaltig stabil, genau, ist doch auch schon was. Ich kriege doch als Anleger auch nichts mehr für mein Geld. Dieses Soziale in der Nachhaltigkeit heraus. Und dann sind wir bei echtem Impact-Investing. Das ist für mich Impact und nicht, naja, nur weil ich jetzt zufälligerweise, und das ist in der Branche so, weil ich gerade was messen kann und kann dann da rausrechnen, ich habe 5 Euro Steuern gespart oder bezahlt und es sind 3 Arbeitsplätze entstanden, das ist auch wichtig. Aber dieser echte soziale Impact kommt auch dadurch, wenn wir die Gesellschaft wieder incentivieren, mitzumachen. Und das ist Aufgabe von Kirche, dafür zu sorgen, dass die Gemeinschaft wieder entsteht, dass wir in der ländlichen Situation was machen. Also das, finde ich, ist ein sehr großer Renditeanteil, den wir gar nicht so sehr beleuchten in der ganzen Diskussion. Wichtiger Appell. Ich stehe da voll hinter Ihnen. Frau Dr. Herrmann, wir haben gerade von Relevanz gesprochen. Natürlich sind Nachhaltigkeitsrisiken relevant für Investoren. Wie relevant sind die Dinge, die sozusagen als Wirkung aus den Gebäuden heraus erbracht werden für Investoren? Spielt das für die eine Rolle oder sollte das auch mit in die Bewertung hineingenommen werden? Ja, absolut. Also ich muss auch sagen, ich habe direkt, wollte ich auch schon reagieren auf Joachim, weil ich auch finde, das ist genau der Impact, den wir eigentlich sehen wollen und auf den es eigentlich ankommt letztlich. Das ist das, die Perspektive, was wir brauchen. Der Verwendungszweck des Gebäudes, der Gedanke des Gebäudes, der Immobilie, was nützt sie denn eigentlich der Gesellschaft? Was machen wir damit für die Gesellschaft? Ja. In allen Aspekten eigentlich, also auch ganzheitlich betrachtet in Bezug auf Nachhaltigkeit. Was machen wir mit der Immobilie bezogen auf den ökologischen Aspekt? Wie ist da unser Fußabdruck? Also zum einen der Fußabdruck, aber vielleicht auch werden Biodiversitätsaspekte berücksichtigt? Wenn ja, in welcher Form? Aber natürlich auch der soziale Aspekt, denn ganz zu Anfang hat Joachim schon gesagt, es sind die Menschen, die in den Immobilien wohnen, die in unseren Städten wohnen, um die es letztlich geht. Also inwiefern betrifft es die Anspruchsgruppen dieser Immobilien? Was tun wir dafür? Und das betrifft eben halt die Gesamtheit. Einerseits den Nutzen, den Verwendungszweck, die Zielsetzung und ja, den Impact, was will ich eigentlich erreichen? Aber natürlich gleichzeitig auch das Management der Immobilie im Sinne von, habe ich an Sicherheitsaspekte gedacht? Habe ich an Komfort und Gesundheitsverträglichkeit beispielsweise der Baustoffe auch gedacht? Ganz wichtig. Da sind so viele Aspekte, die einfach berücksichtigt werden müssen, die einmal durchgedacht werden müssen. Und ich glaube, das sind sehr wichtige Faktoren. Beim Thema Energieeffizienz, es geht ja ständig um CO2-Einsparung, sind natürlich auch moderne Baustoffe, spielen eine entscheidende Rolle. Ne? Also damit lässt sich ja auch schon, ohne dass man eine komplette energetische Sanierung macht, schon im Kleinen oftmals was verändern. Wir haben vorhin, haben Sie das so wunderbar, ich sehe immer dieses Bild dieser angespülten Hochhäuser, ja, wie in einem Zukunftsfilm am Strand liegen. Mhm. Wann ist für Sie eine Immobilie wirklich gestrandet? Wenn es keine Zweitverwendungsfähigkeit, keine Ideologie, keine Idee, was ich damit machen kann, der wird aber nie eintreten. Mhm. Das heißt, nach der Definition von mir wird es keine Gestrandeten geben. Ich habe ja am Schluss ein nacktes Grundstück. Das heißt, jeder hat im Prinzip eine Chance. Die Chance, ja klar. Bessere Übersetzung, definitiv, jeder hat die Chance. Da sind manchmal Spinnereien dabei, muss man ganz nüchtern sehen, billige Spinnereien. Und genau diese funktionale Investorenarchitektur, die man global überall findet und nicht weiß, wo man ist. Auf der anderen Seite so eine typisch deutsche Verheimelung nach dem Motto, jetzt machen wir ein Quartier und jeder kriegt sein Auto, aber Elektro natürlich, ja. In Holland werden Quartiere gebaut mit der Quartiersgarage. Um Gottes Willen, was für ein Aufschrei vor 2 Jahren. Ja. Also deswegen, man kann es übersetzen, in dem Fall, ich habe am Schluss ein nacktes Grundstück und das ist die Planung. Was Sie jetzt übrigens auch gerade sagen, ich habe auch immer dieses Bild, Fritz Lang hatte das Bild 1917 oder 27, Metropolis, Hochbauten, Urbanität, fliegende Autos. Blade Runner 80er Jahre, Hochbauten, fliegende Autos, urban. Genau. Star Wars, Hochbauten, fliegende Auto oder fliegt und urban. Also das heißt, unser Bild von der Zukunft. Ja. Hat immer eine Stadtprägung, was Urbanes, Verdichtetes. Manchmal fliegt es was oder manchmal auch nicht, ja. Jetzt die neuen Helikopter. Aber das heißt,
wir tendieren ja auch in der Immobilienökonomie immer dazu, in der Urbanität zu denken. Und unterstellen immer da draußen, der ländliche Raum, da ist alles so heimelig und grün. Und ab und zu war mal dann ein Industrieunternehmen, der hat für Arbeitsplätze gesorgt. Das wird ja wegbrechen auf Deutsch, also kommt auch mit Ansage. Ja. Kirchen sind Besprechungsräume, darf ich nicht sagen, um Gottes Willen, hören alle zu. Ineffizient hoch 14, weil sonntags morgens von 10 bis 12 bespielt und in der Woche schwierig, um es mal etwas flapsig zu sagen. Ja. Das heißt, sie haben wahnsinnig viele Möglichkeiten, aus einem Grundstück, aus einer Immobilie was zu machen. Ich muss es natürlich am Markt abgleichen, ist es wichtig. Und im Moment für uns die neue Sau im Dorf, positiv formuliert, die 15-Minuten-Stadt. Also eigentlich genau der Ratio, quasi was nach dem Quartier kommt. Quartier ist 3-4 Minuten durchwandert. Jetzt kommen wir zur 15-Minuten-Stadt. Paris, Mönchengladbach, alle fangen sie an. Das heißt, wir haben auch innerhalb der Entwicklung immer wieder eine Metamorphose. Das endet nie. Das kann ja, natürlich, aber das ist ja auch sozusagen eine Phase der Urbanisierung. Also exakt. Wie schaffe ich es bei dem Zuzug innerhalb einer Stadt? Inwieweit verändert das Quartier? Herr Reinsch, Sie als Architekt, was passiert da? Also ich finde einen Aspekt immer ganz witzig, dass dieses Thema der Urbanisierung war, also selbst ich war vor 15 Jahren in China, da hat die Kommunistische Partei mit allen Mitteln versucht, im Prinzip den Preistrend zu drehen. Also da gab es bis 60% Besteuerung für Apartments und ich weiß nicht was alles. Es hat nicht funktioniert. Und warum nicht? Weil eben die Urbanisierung, es gibt die besten Jobs dort, es gibt die bessere Gesundheitsversorgung, Bildung und so weiter. Das heißt also, dieser Trend, den werden wir nicht stoppen können. Die Frage ist, was sind die alternativen Modelle? Und da, glaube ich, wollte ich noch einen Punkt aufgreifen, den du sagst, das mit dem Zeitpunkt. Ich glaube einfach, dass was mir jetzt im Alltag sehr häufig begegnet ist, dass eben Projekte angeschoben wurden und dann irgendwann stecken bleiben. Und dann ist Beratungsbedarf da, man kommt ins Gespräch. Eigentlich, wenn ich mir angucke, wie die Beeinflussbarkeit von Kosten ist, die ist natürlich am Anfang am höchsten, die Gestaltungsmöglichkeiten. Ja? Ich kann am Anfang problemlos mit einem dicken, also wir als Architekten, 6B Bleistift, wir können erstmal alles probieren. Wir könnten das aber genauso auch mal alles kalkulieren. Wir könnten das auch mal steuerlich uns anschauen. Wir könnten es baurechtlich, wie auch immer, bis hin eben auch die ganzen Nachhaltigkeitskriterien, die kann ich ja in einem frühen Stadium als eine Art Modell entwickeln, ohne großen Aufwand. Und das kostet auch nicht viel. Das wird aber nicht gemacht, sondern es wird so lange vorgegangen, bis wir irgendwie bei einer Baugenehmigung sind. Und dann wird es richtig teuer im Prozess. Ich kann dann aber eigentlich nichts mehr gestalten, weil dann habe ich im Prinzip die Nutzung festgelegt, die Effizienz, auch ein ganz wesentlicher Punkt, wenn wir über Urbanisierung reden. Ich frage mich manchmal, diese 70er-Jahre-Gebäude, die sind energetisch schwierig, das kriegt man vielleicht noch hin, aber die sind von der Flächeneffizienz her. Also da ist ein Grundstück nicht ausgenutzt. Und ich habe teilweise Erschließungsflächen, die machen 30-40% von meiner gesamten Fläche aus. Das heißt, ich kann nur 60% vermieten. Jetzt, wenn wir unter dem Thema der Nachhaltigkeit und auch der sozialen Rendite uns das überlegen. Ich merke jetzt im Moment so ein bisschen, dass man uns oft begegnet als jemanden, der dann da den letzten Euro rausholen will aus einer Entwicklung. Ja. Ich sage aber eigentlich umgekehrt, es muss doch so sein, wenn ich vorhabe, wenn Teilhabe für mich eins der großen Kriterien ist, die mir wichtig sind, das heißt subventionierte Mieten. Wenn ich jetzt aber in Berlin für 8 € oder 7 € anbieten will, dann muss ich ja an anderer Stelle irgendwo den Eintrag, irgendwo muss das Geld ja herkommen. Und umso besser muss ich eigentlich vorbereitet sein und deswegen ist immer mein Plädoyer oder mein Rat ist immer, möglichst früh, bevor man überlegt hat, bevor es erste Optionen gibt, ganz früh überlegen, was für Optionen habe ich. Erstmal auf der Portfolioebene, eben auch die Objekte vielleicht auch im Zusammenhang zu sehen. Es kann ja auch sein, dass ich eben 3 von Objekten habe, die im Spätherbst ihres Lebenszyklus sind. Wenn die Investitionen auf einen Schlag kommen, habe ich ein Problem, also so ein Klumpenrisiko. Andersrum, wenn ich eben rechtzeitig mich dran setze und die Szenarien eben durchspiele, kann ich vielleicht sagen, ich trenne mich jetzt von 2 Objekten und stecke den Ertrag in eine Entwicklung rein. Und weil die so gut vorbereitet ist und ich alle Fördermittel abgreife, und ich vielleicht eben auch einen langfristigen Nutzer habe, der auch, der sagt, die Rendite ist für mich nicht das Entscheidende. Für mich ist wichtig, dass ich die nächsten 20 Jahre lang meinen Auftrag erbringen kann. Dann habe ich eine Kombination und die kann ich, das kostet mich noch nichts. Da muss ich noch nicht bauen, da muss ich noch keinen großen Kredit aufnehmen. Das ist die entscheidende Phase. Und ich glaube, das ist, also häufig denke ich mir, also gerade jetzt als Architekt kommt man immer sehr spät in den Prozess, da ist eben alles schon entschieden, wo wir dann teilweise Dinge planen müssen, wo man sich fragt,
Naja, das kann man jetzt, da kann man jetzt das Beste draus machen. Aber warum hat man mich nicht vorher gefragt? So ist es. Und deswegen habe ich ja da auch nochmal ein bisschen die Kurve gekriegt und finde das jetzt auch sehr spannend. Aber ich glaube, wir müssen an dem Punkt, weil wir ja nun Bestände haben, die teilweise eben schon deutlich über ihren Zenit drüber sind, dann haben wir jetzt das Thema der Nachhaltigkeit, was sich ja dann auch als eine Herausforderung definiert. Umso notwendiger ist es, dass man sich jetzt hinsetzt. Und das kann man ja auch erstmal hinter verschlossenen Türen machen. Erstmal so, wie man im Architekturentwurf in einem Wettbewerb anfängt, einfach mal Optionen aufzuzeichnen. Aber Sie plädieren im Prinzip dafür, dass man, wenn man jetzt zwei oder drei Objekte hat, lieber eins konsequent nachhaltig entwickelt, als überall nur an den Symptomen rumzudoktern. Ja, natürlich. Dass man einfach zielorientiert etwas zu Ende bringt. Herr Rehse, mich würde eigentlich interessieren, weil uns die Zeit so ein bisschen wegrennt und wir haben ja zum Lunch eingeladen. Also die Zeit der Mittagspause ist dann irgendwann vorbei. Weil Sie das ja kennen, so eine soziale Quartiersentwicklung, ja. Wie funktioniert das, wenn du dann auf renditeorientierte Immobilienwirtschaft stößt und willst dich mit einem Sozialprojekt durchsetzen? Ja, wir sind so fast unfreiwillig in so eine Art Feldversuch geraten, was das betrifft, weil wir einen Auftrag bekommen haben von einem großen Träger der Sozialwirtschaft. Und die haben ein Grundstück, entwickeln die zusammen mit einem, oder andersrum. Das Grundstück hat gekauft ein kapitalmarktorientierter Investor in einer sehr großen, pulsierenden Großstadt, die auch Zuzug hat, insbesondere von jungen Leuten in Deutschland, sehr attraktiv ist. Und die Kommune hat gesagt, auf diesem Grundstück müssen mindestens 30% für soziale Zwecke zur Verfügung gestellt werden. Und diese das Soziale macht ihr. Also das ist unser Auftraggeber. Und jetzt stoßen hier Sozialwirtschaft, gemeinnützige Sozialwirtschaft und kapitalmarktorientierter Investor zusammen. Also das ist gut. Das ist schon spannend, das mitzuerleben. Ja, Sie können nicht mal Sozialwirtschaft buchstabieren. Das interessiert die überhaupt nicht. Aber das Schöne ist, die Sozialwirtschaft sitzt mit ihren 30% am längeren Hebel, weil ohne die wird gar nichts gehen. Und da geht es darum, also die würden am liebsten 5 Tiefgaragen in die Erde bauen, um die ganzen SUVs unterzubringen. Das funktioniert aber nur, wenn also da soziale Zwecke entstehen. Und da arbeiten wir eben sehr gut zusammen. Und das ist ein sehr innovatives Unternehmen. Und da sammeln wir erstmal alle Ideen. Ja. Und werden jetzt in die Konzeptphase gehen. Also wir haben alle Ideen gesammelt, das abgeglichen mit den Interessen der Stadt. Da gibt es auch für diesen Stadtteil gewisse Entwicklungsvorstellungen der Kommune. Da haben wir genau geguckt, passt das, was da verwirklicht werden soll? Und das passt 1:1, das ist ganz hervorragend. Und jetzt werden wir zum Beispiel, um diese Ideen weiterzuentwickeln, werden wir hier in dieses Change Hub gehen, zusammen mit dem Kunden und das Ganze sozusagen co-kreativ mit Wissenschaftlern hier aus dem Change Hub, werden wir das Ganze zusammen weiterentwickeln und eben auch versuchen, das Thema Digitalisierung zum Beispiel aufzugreifen und das eben auch in dieses Konzept einzubringen. Das geht, also die Ideen gehen von einem wirklich echt inklusiven Kindergarten, also wirklich inklusive Kindergärten gibt es gar nicht in Deutschland, habe ich dabei gelernt, bis hin zu Wohngruppen für Kinder mit Autismus, Wohngruppen für Menschen mit Behinderungen, in den unterschiedlichsten Graden von Behinderung und. Und das wird da alles in diesem Quartier verwirklicht. Wir werden zusätzlich auch noch diesen Campus, den Altcampus, der ein paar Meter weiter nicht liegt. Nicht zu weit weg mit dem Mikro. Den werden wir auch noch mit einbeziehen und zusammendenken, sodass das eben auch städteplanerisch ein einheitliches Konzept wird. Und das wie gesagt, klingt die Ideen doch machen nach wir einer hier. Erfolgsgeschichte, oder? Ja, ich hoffe, wir stehen noch am Anfang. Ich habe heute Nachmittag dazu ein ganz interessantes Gespräch. Nein, wir drücken die Daumen. Wir wollen das ja hier beenden mit positiven Impulsen. Ja? Wir wollen ja motivieren und inspirieren. Das habe ich am Anfang gesagt und ich hoffe, das gelingt uns. Und da wir jetzt mehr oder weniger am Ende sind, möchte ich jetzt zu einer kurzen und knackigen Schlussrunde laden. Vielleicht beginnen Sie, Frau Dr. Herrmann. Sagen Sie, was Sie als Resümee dieses Tages hier und was Sie vielleicht auch herausgeben wollen an die Kunden, die Ihnen zuhören. Also ich kann wirklich nur sagen, ich hoffe, es war inspirierend für Sie, denn ich fand es sehr, sehr inspirierend, was ich hier gehört habe und hören durfte. Und ich kann Sie wirklich nur dazu animieren, werden Sie aktiv, wirklich. Es lohnt sich. Dem schließt sich garantiert Professor Beierle an.
Ja, vielleicht auch noch so der Satz, Transparenz tut nicht weh, auch wenn es erstmal schmerzt. Ja. Denn Transparenz ist ja der Spiegel dessen, was dann hoffentlich dann Maßnahmen ableitet. Und ich glaube, das haben wir diskutiert. Der Weg ist nicht einfach, aber ich denke, die Botschaft lieber heute beginnen als übermorgen, weil die Daumenschrauben sind da, das muss man ganz theatralisch sagen. Und ja. Wehe dem, der sich in 5 Jahren rausredet, habe ich nicht gewusst. Nee, den haben wir heute mit dem Chat definitiv auf dem Konserve aufgebaut. Und es wird einfach teuer. Also man läuft da in eine Falle und die Falle ist bekannt und sichtbar. Herr Rehse. Ja, ich kann nur appellieren zu Offenheit und Mut zur Entscheidung, Mut Neues zu wagen. Am schönsten natürlich zusammen mit der Evangelischen Bank und ihren Tochtergesellschaften. Großding. Aber ich glaube, das ist etwas, was die Sozialwirtschaft wirklich braucht. Und unsere Gesellschaft braucht die Sozialwirtschaft. Davon bin ich überzeugt. Unbedingt. Vielen Dank. Herr Reint. Ich würde noch mal ein bisschen mehr auf die Chancen auch abzielen. Also dass wenn wir eben, wohl wenn die Wolken jetzt auf uns zukommen, aber es besteht doch eben jetzt auch eine, es sind Optionen da, es sind Chancen da. Und ich glaube, wenn wir uns da synchronisieren und eben einfach auch frühzeitig in den Austausch gehen, dass wir dann einfach auch mit Modellen, Modelle entwickeln werden, die dann eben zukunftsfähig sind. Und ich glaube, dass das auch eine Menge Spaß macht und einfach unheimlich motivierend ist. Und der Spaß sollte nie zu kurz kommen. Chancen ist das Stichwort für Sie, Herr Fröhlich. Ja, ich würde es ein bisschen höher hängen, weil ich ja jetzt von der Bankseite her komme und ich glaube, die operativen Themen sind ja auch alle gesagt. Also ich kann auch nur incentivieren, auch wenn im Moment Corona sicherlich in den Einrichtungen alles überlagert. Anfangen, ich glaube, es ist eine Riesenchance für Kirche und Sozialwirtschaft, sich wieder in den Mittelpunkt zu bringen. Dass diese Chance anzunehmen, zu sagen, ja, das sind große Belastungen unter Umständen, da wird es irgendwas auch vom Staat geben, aber sich nicht hinsetzen und sagen, wir warten ab, bis der Staat uns irgendwas regelt. Das wird nicht funktionieren. Und wenn, dann nicht so, wie man sich's wünscht. Es wird dann auf jeden Fall anders kommen. Da diese Chance ergreifen, größer zu denken, nicht nur dass die Immobilie als funktionales Objekt zu betrachten, sondern welche Chancen im sozialen Impact und für uns als Sozialwirtschaft und Kirche kann das bieten und wer kann mich da unterstützen? Und da sage ich, wer, wenn nicht die Evangelische Bank, denn wir sind nur für diese Kundschaft da. Wir kennen die, seit wir auf der Welt sind. Und nutzen Sie das frühzeitig, wirklich sich mit Konzepten auseinanderzusetzen und auch da, richtig wie Hans das eben gerade sagte, einfach auch mal raus aus den Einrichtungen rein in so ein Lab wie hier und einfach mal gucken, was kann man denn eigentlich machen, mal aus den ausgetretenen Pfaden weg, was sind das für Chancen, die sich sowohl ökonomisch als auch im Sozialen für uns bieten, um eine höhere und noch wichtigere Relevanz in der Gesellschaft zu produzieren. Da kann ich nur für appellieren und ich glaube, hier hat man viele inspirierende, um deine Worte zu nehmen, Ansätze gesehen und dass man sich auch schon damit beschäftigt, auch heute schon, das macht Mut und das freut mich und da bin ich auch sehr stolz drauf, dass die Kollegen und Kolleginnen in der Bank sich so schon damit beschäftigen und lad sie einfach ein, kommen Sie und machen Sie mit, wir sind bereit. Nehmen Sie die Aufforderung an. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich fand es auch wirklich spannend und interessant. Sie haben gesehen, ich hatte 2 Seiten Fragen vorbereitet. Alles kann man gar nicht machen. Ich fand es wunderbar, dass Sie sich auch gegenseitig so befruchtet haben und dass das so locker hier lief. An Sie der Hinweis, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, der Chat ist noch weiter geöffnet. Sie können also noch weiter Ihre Fragen loswerden. Sie kriegen garantiert eine tragfähige Antwort. Und wir hoffen natürlich wirklich, dass Sie ein paar Tipps mitnehmen konnten, dass wir auch die menschliche Seite einer Bank richtig darstellen konnten. Das sind hier alles Menschen aus Fleisch und Blut, die sich echt eine Rübe machen und einen Kopf machen, wie man wirklich Chancen ergreifen kann, auch für Sie, die Sie vielleicht jetzt nicht gerade in einer so einfachen Situation sind. Die Unterlagen von Professor Beierle, die gehen Ihnen zu, das wissen Sie. Und dieser Hub ist wirklich eine tolle Location, mitten in der Stadt, mit allen Möglichkeiten, die Sie haben. Und man kann hier unheimlich viel machen, noch viel mehr als diese hybride Veranstaltung. Wir hoffen, wir haben Sie ein bisschen neugierig gemacht. Und ich sage danke an dieser Stelle. Es war mir eine Freude und ein Vergnügen und machen Sie das Beste aus dem, was Sie heute hier geboten bekommen haben. Vielen Dank.